Ja, also mir geht's heute um Geschlecht und Charakter. Das ist ein Buch, was heute wahrscheinlich kaum noch jemand liest. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt noch im Druck ist. Also mein Exemplar ist aus den 20ern. Das aber in Literatur und Debatten zu einer ganzen Reihe von Themen immer wieder auftaucht. Also Debatten zum modernen Antisemitismus, zur Geschichte des Frauenbilds im 19. und 20. Jahrhundert, Wiener Moderne, Modernismus in der Literatur, der sogenannte jüdische Selbsthass, in all diesen Themenbereichen taucht dieses Buch immer wieder auf, weil es eben an der Schnittstelle all dieser Themen und Issues liegt. Und weil es auch in seiner Zeit erschienen ist, es 1903 ein Bestseller war und halt sehr weit diskutiert wurde und es eine ganze Menge von Leuten gibt, von denen man das auch gar nicht unbedingt vermuten würde, die eben zu Protokoll gegeben haben, dass sie von dem Buch stark beeinflusst sind. Also von Karl Kraus bis Wittgenstein, Musil, Strindberg und so weiter, alle möglichen Geistesgrößen der damaligen Zeit. Der Autor Otto Weininger war bei Erscheinen des Buches erst 23. Das ist also eine überarbeitete Doktorarbeit, die er wohl in einem Jahr in so 16 Stunden am Tag oder mehr runtergeschrieben hat. Also es ja, ist ein bisschen beneidenswert, ne? Fand ich auch. Ja, deprimierend. Aber dafür hat er sich dann auch gleich erschossen. Also insofern. Ja, und das Buch hat auch direkt nach Erscheinen erstmal gar nicht so viele Reaktionen ausgelöst, nur ein paar eher negative Kritiken. Als Weininger sich dann aber auch noch in Beethovens Sterbehaus in Wien eine Kugel in den Kopf geschossen hat, ein paar Monate später, hat dieses eher sensationelle Ereignis das Buch halt dann doch ganz nach oben auf die Bestsellerlisten katapultiert sozusagen. Und ja, es ist dann halt eine ganze Zeit lang sehr viel diskutiert worden in literarischen und philosophischen Debatten. Und Strindberg zum Beispiel hat in der Fackel von Karl Kraus zu Protokoll gegeben, dass Weininger einige der tiefsten Rätsel der Menschheitsgeschichte gelöst hätte mit diesem Buch und so weiter. Und mich hat es halt interessiert als ein Beispiel für eine Kombination von Frauenhass und einem ganz spezifisch modernen Antisemitismus. Und weil das Buch gerade dadurch, dass es so radikal oder man könnte auch sagen einigermaßen durchgeknallt ist, also man sieht das schon am Druckbild zum Beispiel. Also das sieht man jetzt wahrscheinlich da hinten nicht, wenn ich das mal zeige, aber da ungefähr die Hälfte des Textes ist kursiv oder gesperrt gedruckt und dann ganz viele Sachen nochmal fett in dem Gesperrten und so. Also man kriegt so einen richtigen Eindruck von so einem Duktus des Autors. Aber gerade durch diese Radikalität werden halt nochmal bestimmte Muster, die man durchaus auch in anderen Texten der Zeit findet, nochmal deutlicher und besser zu analysieren. Und ich denke eben auch, dass man, wenn man den Text liest, ganz deutlich Bezüge sieht zwischen dem, was Weininger da entwirft, als den nichtjüdischen, arischen Mann im Gegensatz zur Frau und zum Juden und zu Beschreibungen der Konstitution des bürgerlichen Subjekts, die man bei Autoren wie Marx, Weber, Freud oder Horkheimer und Adorno findet. Und insofern denke ich, dass das eben auch einen ganz guten Bezug herstellt zu einigen der Themen, die in diesem Lektürekurs schon behandelt worden sind oder in den nächsten Wochen noch behandelt werden. Ja, und aus der Perspektive lassen sich, denke ich, auch ein paar der Widersprüche verstehen, die die Weininger-Forschung anscheinend immer noch umtreiben, nämlich die Tatsache, dass Weininger zwar einerseits ein fanatischer Individualist war, aber andererseits man durchaus sagen kann, dass er den Boden für völkisches Denken bereiten geholfen hat, dass er aus einer tiefen Furcht vor dem Irrationalen irrationale Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus propagiert hat und dass er die Moderne unter Berufung auf moderne Formen von Subjektivität kritisiert. Und das ist, denke ich, alles nicht mehr ganz so überraschend, wenn man diese Widersprüche als kennzeichnend für die in sich widersprüchliche Konstitution des bürgerlichen Subjekts versteht. Und wie man sich das vorzustellen hat, das wird hoffentlich ein bisschen deutlicher werden in der nächsten Dreiviertelstunde oder so. Ja, ich sage vielleicht lieber gar nicht mal so viel zum Kontext, aber also das Wien der Jahrhundertwende ist ja deshalb so interessant für viele Literatur- und Kunstgeschichtlerinnen und Leute, die sich für Ideengeschichte und so weiter interessieren, weil das eben so ein, wie sagt man auf Deutsch, Hot Pot, also weil es da eben besonders deutlichen Ausdrücke oder besonders deutliche Auseinandersetzungen mit der Krise der Moderne gegeben hat. Also nach einem 19. Jahrhundert, in dem doch verbreitet erstmal noch das Bürgertum von so einem Fortschrittsoptimismus getragen war, von der Vorstellung, dass der technische und ökonomische Fortschritt irgendwie schon das Leben für alle besser machen wird, gesellschaftliche Konflikte überwinden helfen wird und so weiter,
merkt man halt in der Jahrhundertwende und gerade auch in Wien ganz deutlich, dass dieses Modell halt zunehmend in die Krise gerät, dass mehr und mehr sich so ein Bewusstsein breit macht davon, dass diese ganze moderne Welt vielleicht doch einer Dynamik folgt, die man weder so richtig verstehen kann noch steuern kann und die eben auch alle möglichen eher beunruhigenden Begleiterscheinungen mit sich bringt. Urbanisierung, ein abstrakt werdende, was Habermas Lebenswelt nennen würde, ökonomische Krisen, Entwurzelung, zunehmend schneller werdende gesellschaftliche und technologische Veränderungen und so weiter. Und eben auch ein zunehmendes Bewusstsein davon, dass das bürgerliche Subjekt sich vielleicht doch nicht ganz so darstellt, wie die Aufklärung sich das noch gedacht hat, also als rational, moralisch, sich selbst transparent und durch verstehbar. Und in Werken wie zum Beispiel denen von Freud, aber auch in anderen Werken von anderen Schriftstellern der Zeit und gerade auch Wiener Schriftstellern wie Schnitzler und so weiter, sieht man eben auch ein Bewusstsein davon, dass dieses Subjekt vielleicht sehr viel komplexer ist und Regionen hat, die sich dem unmittelbaren Zugriff und dem Selbstbewusstsein möglicherweise entziehen, von irrationalen Impulsen gesteuert wird und ähnliche Entwicklungen. Und all das zeigt sich eben auch bei Weininger dann wieder, weshalb er, glaube ich, auch durchaus als repräsentativ für einige Strömungen seiner Zeit gelten kann. Ja, und das Buch selber trägt den Untertitel Eine prinzipielle Untersuchung. Und prinzipiell ist dieser einigermaßen ausufernde Versuch Weiningers, wirklich jeden Aspekt des menschlichen Lebens auf den Kontrast zwischen männlichem und weiblichem Prinzip zurückzuführen, ganz bestimmt. Männlichkeit und Weiblichkeit haben in Weiningers Vorstellungswelt metaphysische Qualitäten und das Verständnis des Charakters der Frau und in einem gewissen Maße auch das des Juden ist für Weininger eigentlich der Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Geschichte überhaupt. Weininger selbst beschreibt dieses Unternehmen ganz am Anfang des Buchs mit den Worten: Mit dem Kampf ums Dasein der Wesen untereinander hat man diese Selbstbehauptung des Geistes gegenüber einer durch zahllose Ähnlichkeiten und Unterschiede verwirrenden Wirklichkeit verglichen. Wir erwehren uns der Welt durch unsere Begriffe. Nur langsam bringen wir sie in deren Fassung, allmählich, wie man einen Tobsüchtigen zunächst über den ganzen Körper fesselt, notdürftig, um ihn wenigstens nur auf beschränkterem Orte gefährlich sein zu lassen. Erst dann, wenn wir in der Hauptsache gesichert sind, kommen die einzelnen Gliedmaßen an die Reihe und wir ergänzen die Fesselung. Also diese Selbstaussage zeigt schon, dass das ein Buch ist, was wirklich geschrieben ist als Reaktion auf eine wahrgenommene, übermächtige Bedrohung. Die enthusiastische Rezeption und der Verkaufserfolg des Buchs zeigen aber, dass diese Ängste Weiningers anscheinend doch von einigen seiner Zeitgenossinnen geteilt worden sein müssen. Und Weininger wurde eben von vielen als junges Genie gepriesen und das Buch als Beitrag zur Lösung wichtiger Menschheitsrätsel besprochen. Und einige der Ideen Weiningers sind auch tatsächlich ganz bemerkenswert. Also zum Beispiel findet sich bei ihm eine Kritik an dichotomen Konzeptionen von Geschlecht, zumindest am Anfang des Buches. Und er beginnt seinen Text mit einer eher überraschenden und für seine Zeit sicher auch provokativen These, nämlich das Zitat: durchgehende sexuelle Unterschiede zwischen allen Männern einerseits und allen Frauen andererseits nicht nachweisbar seien und es stattdessen unzählige Abstufungen zwischen Mann und Weib und sexuelle Zwischenformen gebe. Weininger versucht, diese Zwischenformen zu erklären, indem er die Konzeption des idealen Mannes im Buch kurz M und der idealen Frau oder des idealen Weibes kurz W einführt, die man sich wie zwei Substanzen vorzustellen habe, die in jedem Individuum dann eben in verschiedenen Mischungsverhältnissen auftreten. Der hypothetische Charakter dieser Konstruktion, den er am Anfang eben noch betont, gerät dann allerdings schnell in Vergessenheit und am Ende redet Weininger eben doch nur über den idealen Mann und die ideale Frau beziehungsweise einfach über Männer und Frauen. Und seine Anfangsthese, dass sich da um Eigenschaften handelt, die sich in allen Individuen finden, gerät dann eben doch leider ziemlich schnell in Vergessenheit. Und je weiter der Text fortschreitet, desto mehr werden dann auch alle Züge tatsächlicher, lebendiger Frauen, die mit der Konzeption des echten oder idealen Weibes unvereinbar sind, auf den Mann in ihnen oder auf den Anteil von M zurückgeführt und die eigentliche Frau
wird dann eben am Ende doch mit dem weiblichen Prinzip identifiziert. Trotz seiner an sich interessanten Ausgangsposition verfährt der Text also letztlich vollkommen dualistisch. Und das Buch ist voll von ziemlich aggressiv frauenfeindlichen Aussagen, die zum Teil zusammengesammelt sind aus der Philosophiegeschichte, der Literaturgeschichte, zum Teil aus Versatzstücken von der Biologie der Zeit oder durch den gesunden Menschenverstand gerechtfertigt, den sogenannten, und teilweise einfach als eigene Beobachtung deklariert. Das ist also ein ziemlich buntes Mischmasch, meistens aber einfach ohne irgendeine Rechtfertigung im Vertrauen auf die unmittelbare Einsichtigkeit für den Leser angeboten. Eine Zuversicht, die im Großen und Ganzen sich anscheinend ja auch als gerechtfertigt erwiesen hat, wenn man sich die Rezeption des Buchs anguckt. Ja, wie sieht nun Weiningers Vorstellung von M und W, dem idealen Mann und der idealen Frau, näher aus? Ich habe schon gesagt, es ist strikt polar. Für Weininger ist der ideale Mann frei von allen weiblichen Zügen und ist so eine Mischung aus Kantschem, intelligiblem Subjekt in einer eher eigenwilligen Weiningerschen Version und romantischen Genie. Was Weininger von Kant für sein männliches Prinzip zu übernehmen versucht, ist die Vorstellung des Subjekts als ganz und gar rational und als unabhängig von der Bedürftigkeit und den Begrenzungen des körperlichen Daseins, unabhängig von physischen Impulsen, Begehren und so weiter. Also Kant unterscheidet ja zwischen empirischem Subjekt und intelligiblem Subjekt und das erlaubt ihm eben, das intelligible Subjekt als so einen rein kognitiven Apparat sich vorzustellen, der unabhängig ist von allen Begrenzungen des physischen Daseins. Das intelligible Subjekt bei Kant wird allein durch die Vernunft beherrscht und die gibt dann durch den kategorischen Imperativ sogar die Basis für moralische Entscheidungen ab. Und insofern ist eben dieses Subjekt vollständig autonom. Und das ist genau auch, was Weininger an dieser Konstruktion fasziniert. Also ein Subjekt, was unabhängig ist, sowohl von der sozialen Außenwelt als auch von seinen eigenen physischen Impulsen, als auch von anderen Menschen. Und Weininger sagt dazu: Das tiefste, das intelligible Wesen des Menschen ist eben das, was der Kausalität nicht untersteht und wählet in Freiheit das Gute oder das Böse. Wahrheit, Reinheit, Treue, Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber, das ist die einzig denkbare Ethik. Logik und Ethik sind im Grunde aber nur eines und dasselbe, Pflicht gegen sich selbst. Interessant an diesen Sätzen, finde ich, ist eben diese völlige Selbstzentriertheit dieses Ichs, was Weininger da vorstellt, und die Verleugnung der Relevanz irgendeiner Außen, sowohl anderer Leute als auch der Außenwelt überhaupt. Und bemerkenswert ist auch die Reduktion des Lebens insgesamt auf Logik und die Obsession mit Reinheit. Das ist also so ein Terminus, der eben immer wieder auftaucht bei Weininger. Und weil es eben außerhalb dieses Weiningerschen Subjekts nichts Wesentliches gibt, wird dieses Subjekt dann auch grenzenlos. Und Weininger sagt: So verstehen wir jetzt nach diesem Beschlusse diese Kritik der praktischen Vernunft. Der Mensch ist allein im Weltall, in ewiger, ungeheurer Einsamkeit. Tief unter ihm verschwunden alle menschliche Gesellschaft, versunken die Sozialethik, er ist allein, allein. Kursiv, das zweite allein. Aber er ist nun eben erst einer und alles. Also dieses Subjekt wird halt zu so einem megalomanischen, so einer Art von Übermensch. Und das hat ja auch so einen nietzscheanischen Duktus, diese Weiningersche Rhetorik. Und Weiningers M braucht also weder Gott noch Mitmenschen, um über seine Handlungen zu entscheiden. Das überspringe ich hier mal. Ja, und neben solchen Bezügen auf so eine kantische Vorstellung vom Subjekt finden sich bei Weininger dann eben die Beschwörung des Genies. Und das Genie repräsentiert für Weininger die ideale Männlichkeit in ihrer höchsten Form. Damit bringt Weininger natürlich Vorstellungen zusammen, die im Grunde gar nicht so besonders gut passen. Also das Genie kommt ja eher aus einer romantischen Tradition, die sich eben gerade gegen so einen aufklärerischen Formalismus wendet, wie bei Kant. Aber das stört Weininger natürlich nicht besonders. Und man kann schon auch nachvollziehen, warum diese Kombination für ihn so reizvoll gewesen ist aus dem Text. Denn zumindest in Weiningers Vorstellung eint das kantische Subjekt und das Genie
für ihn eben vollständige Autonomie und völlige Selbstgenügsamkeit. Während die Basis des kantischen Subjekts eben in der Unabhängigkeit des Weiningerschen idealen Mannes von Körperlichkeit und Emotionen besteht, ist mit der Vorstellung des kreativen Genies bei Weininger so eine Art schöpferische Allmachtsfantasie verbunden. Für ihn überwindet das Genie selbst die Zeitlichkeit, und zwar gleich in dreifacher Weise. M, der ideale Mann, ist als Genie erstens kein Produkt seiner Zeit, weil er selbst Geschichte macht, nicht von ihr gemacht wird. Zweitens garantieren ihm seine Werke Unsterblichkeit auf Erden. Und drittens hat er sowas wie Total Recall, also ein Gedächtnis, was die Zeit völlig besiegt, ein Gedächtnis, was dem also nichts verloren geht. Insofern ist das Genie, wie Weininger sagt, der einzig zeitlose Mensch. Und diese beiden Faktoren, also auf der einen Seite die völlige Abgrenzung dieses Subjekts gegen die Welt, inklusive gegen die eigene Körperlichkeit, und auf der anderen Seite der Sieg über die Zeit, sind zentral für Weiningers Vorstellungswelt, also zentrale Werte. Weininger sagt, Form und Zeitlosigkeit oder Individuation und Dauer sind die beiden analytischen Momente, welche den Wert zunächst schaffen und begründen. Alles Vergängliche und alles Ungeformte ist für Weininger wertlos. Und dieser Wunsch nach Unsterblichkeit, so Weininger, als Streben nach Wert fehlt dem Weibe vollständig. Also, um das zusammenzufassen, M, der ideale Mann bei Weininger, ist gekennzeichnet durch ein homogenes Selbst, durch völlige Autonomie und unbegrenzte Willensfreiheit und ist unbeeinflusst durch Gefühle, insofern er eben kantisches Subjekt ist. Sein Denken ist klar und unemotional, sein Bewusstsein enthält alles in sich, seine Erinnerung ist kontinuierlich, vollständig und genau, insofern er ein Genie ist. Er ist in keiner Beziehung der Zeitlichkeit unterworfen und steht außerhalb der Gesellschaft. Und laut Weininger haben alle wirklichen Männer zumindest zu einem gewissen Grade Teil an dieser Genialität. Zitat, kein männliches Wesen ist ganz ungenial. Okay, freut euch. Nachdem Christine Achinger die Konzeption Weiningers von männlichem Subjekt dargestellt hat, geht sie nun dazu über, das Gegenstück dieses bürgerlichen Subjekts in Form des weiblichen W zu beschreiben. So, wie verhält sich es jetzt mit den anderen dieses idealen Mannes und Genies? Erwartungsgemäß ist W, das ideale Weib, eben das genaue Gegenteil. Zitat, Genialität offenbart sich als eine Art höherer Männlichkeit und, fettgedruckt, darum kann W nicht genial sein. Und in dieser wie eben auch in jeder anderen Beziehung ist W in jedem einzelnen Punkt als Negation des idealen Mannes konzipiert. Zunächst mal und ganz zentral ist sie eben kein Individuum im Wortsinn, kein unteilbares, sondern ein Dividuum, ein bloßes Agglomerat. Während, Zitat, der Mann in alle Ewigkeit auch durch die beste Charakterologie nicht völlig zerlegbar ist, geschweige denn durchs Experiment, denn in ihm ist ein Wesenskern, der keine Zergliederung mehr zulässt, ist W. ein Aggregat und daher dissoziierbar, spaltbar. Deshalb gibt es für Weininger Schizophrenie zum Beispiel auch nur bei Frauen, denn der Mann ist ja nicht spaltbar, die Frau dagegen sozusagen wird sowieso schon nur notdürftig zusammengehalten. Zweitens denkt das echte Weib nicht begrifflich, Zitat, bei W sind Denken und Fühlen eins, ungeschieden, für M sind sie auseinanderzuhalten. Drittens ist W das ideale Weib nicht nur nicht autonom, sie besitzt noch nicht einmal klare Grenzen zur sie umgebenden Welt. Zitat Weininger, die Frau lebt stets, auch wenn sie allein ist, in einem Zustand der Verschmolzenheit mit allen Menschen, die sie kennt. Ein Beweis, dass sie keine Monade ist, denn alle Monaden haben Grenzen. Die Frauen sind ihrer Natur nach unbegrenzt, aber nicht unbegrenzt wie der Genius, dessen Grenzen mit der Welt zusammenfallen, sondern sie trennt nie etwas Wirkliches von der Natur oder von den Menschen. Dieses Verschmolzensein ist etwas durchaus Sexuelles und dementsprechend äußert sich alles weibliche Mitleid in körperlicher Annäherung an das bemitleidete Wesen. Es ist tierische Zärtlichkeit, es muss streicheln und trösten. Wieder ein Beweis für das Fehlen jenes harten Striches, der stets zwischen Persönlichkeit und Persönlichkeit gezogen ist.
Also wieder so eine Obsession eben mit Subjektgrenzen. Und wenn Weininger sagt, die Grenzen des Genies fallen mit der Welt zusammen, das habe ich vergessen zu erwähnen, das ist so eine Vorstellung, dass das Genie eben als kognitiver Superman die ganze Welt in sich enthält. Also es ist nicht eine Vorstellung, dass diese Grenzen durchlässig sind, sondern wenn man das Problem hat, dass man einerseits völlig festgezogene Grenzen haben will, aber andererseits eben jemand, der im Grunde alles weiß und alles kann, dann ist der einzige logische Ausweg eben, dass man behauptet, dass die ganze Welt immer schon im Kopf des Genies gegenwärtig ist. Und deshalb hat das Genie eben die ganze Welt in sich. Ja, wenig überraschenderweise hat die Frau dann laut Weininger auch keine Identität durch die Zeit, da sie, so Weininger, über kein Zentrum der Apperzeption verfügt, also bei Kant eben die Funktion, in der alle Eindrücke zusammenkommen und dann Urteile und sowas gebildet werden können. Und deshalb, Zitat, sozusagen nur in Augenblicken, diskontinuierlich, diskret, zusammenhanglos lebt. Und ein Wesen ist, das, Zitat, sich nicht als eines und selbes in allen seinen Lebenslagen fühlt und weiß. Da die Frau also verschiedene Bewusstseinsinhalte nicht zueinander in Beziehung setzen kann, kann sie natürlich auch keine Urteile fällen, hat keine logischen Fähigkeiten und ist deshalb auch konstitutionell amoralisch. Da W. deshalb die eigenen Handlungen nicht durch in ihr selbst entspringende moralische Maximen leiten kann, besitzt sie auch keinen freien Willen, sondern ist ganz und gar heteronom und von außen bestimmt. Das ist also alles sehr schön logisch. Und ja, eins meiner Lieblingszitate: Die Frauen verstehen sich, wenn sie an ihr früheres Leben zurückdenken, nie. Sie haben aber auch kein Bedürfnis, sich zu verstehen, wie man schon aus dem geringen Interesse entnehmen kann, dass sie den Worten des Mannes entgegenbringen, der ihnen etwas über sie selbst sagt. ein weiblicher Genius ist also eine Contradictio in adjecto, denn Genialität war ja nur, wie Weininger gleich eingangs definiert, gesteigerte, voll entfaltete, höhere und allgemein bewusste Männlichkeit. Und in der charmanten Zirkularität dieses Arguments enthüllt sich natürlich auch ein Konstruktionsprinzip dieses ganzen Denkgebäudes. Fast alle vorgeblichen Belege Weiningers für seine Thesen sind letztlich Versuche, als eine Beobachtung auszugeben, was eigentlich eine Definition ist, nämlich die Identifikation von W. als Antigenie und Antisubjekt. W. und eben auch alle empirischen Frauen sind aber nicht nur das exakte Gegenteil des Genies. W. ist auch ungeheuer gefährlich für das männliche Genie, denn sie ist das destruktive, auflösende und zersetzende Prinzip. Denn Weiblichkeit ist für Weininger universelle Sexualität. Ob als Kupplerin, Mutter oder Hure, und laut Weininger sind alle Frauen wenigstens eins davon, geht ihr einziges vitales Interesse nach dem Coitus überhaupt. Ein Spezialfall des Wunsches, dass möglichst viel von wem, wo immer, wann immer koitiert werde. Letztlich ist es also die Frau, die dafür verantwortlich ist, dass der Mann Sklave seines Körpers und Begehrens bleibt, denn sie provoziert eben sexuelles Begehren im Mann und damit bedroht sie die von Weininger so verzweifelt aufrechterhaltenen Grenzen des Subjekts. Zitat: Ob sie nun als Mutter nach dem Ehebett verlangt oder als Dirne das Bacchanal bevorzugt, ob sie zu zweien Familie begründen will oder nach den Massenverschlingungen des Venusberges hinstrebt, sie handelt stets nach der Idee der Gemeinschaft, jener Idee, welche die Grenzen der Individuen durch Vermischung am weitesten aufhebt. Und das ist eben für Weininger das Schlimmste, was überhaupt geschehen kann, also die Grenzen des Individuums aufzuheben und nach Vermischung zu streben. So, sagt Weininger, hat sich allmählich die Dualität von Mann und Weib zum Dualismus überhaupt entwickelt, zum Dualismus des höheren und des niederen Lebens, des Subjekts und Objekts, der Form und der Materie, des Etwas und des Nichts. Der reine Mann ist das Ebenbild Gottes, des absoluten Etwas. Das Weib, auch das Weib im Manne, ist das Symbol des Nichts. Das ist die Bedeutung des Weibes im Universum und so ergänzen und bedingen sich Mann und Weib. Und so erklärt sich auch jene tiefste Furcht im Manne, die Furcht vor dem Weibe. Das ist die Furcht vor der Sinnlosigkeit, das ist die Furcht vor dem lockenden Abgrund des Nichts. Und also da klingeln natürlich dann schon so einige Glöckchen, also in dieser Formulierung, dass im Grunde die Furcht des Mannes ein Produkt der Verlockung durch die Frau ist und dass diese Verlockung eben eine ist, die deshalb so gefährlich ist,
weil durch sie eben die Grenzen dieser Männlichkeit aufgelöst werden. Nun wird in diesen Dualismus von männlich und weiblich eine dritte Kategorie eingeführt, die ebenfalls ein Gegenstück zum männlichen Subjekt darstellt. Ja, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Soweit also das Verhältnis von M und W, dem absoluten Mann und der absoluten Frau. Jetzt gibt es aber in Geschlecht und Charakter zwar nur in einem Kapitel, also das Buch insgesamt geht halt die ganze Zeit um das Verhältnis von Mann und Frau und dekliniert das durch alle möglichen Bereiche der Geistesgeschichte durch. Es gibt aber ein Kapitel, was noch an einem anderen Antisubjekt sozusagen gewidmet ist, nämlich dem Juden. Und das, weil das Judentum, so Weininger, Zitat, der härteste und am meisten zu fürchtende Gegner der hier, also in Geschlecht und Charakter, entwickelten Anschauungen ist. Die Parallelen zwischen W, dem idealen Weib, und dem Juden sind für Weininger offensichtlich. Ähnlich wie W, die zumindest am Anfang des Buches für Eigenschaften steht, die in allen Menschen in größerem oder geringerem Maße vorhanden sind, gilt auch für den Juden, für Weininger, laut Weininger. Man darf das Judentum nur für eine Geistesrichtung, für eine psychische Konstitution halten, welche für alle Menschen eine Möglichkeit bietet und im historischen Judentum bloß die grandioseste Verwirklichung gefunden hat. Auch hier allerdings im Verlauf des Kapitels ist man dann am Ende eben doch beim Gegensatz zwischen dem Juden und dem Arier. Genau wie für die Frau ist auch für den Juden Sexualität zentral. Der Jude ist, Zitat, stets lüsterner, geiler, wenn auch merkwürdigerweise sexuell weniger potent als der arische Mann. Allgemeiner ist der Jude laut Weininger ebenso wie die Frau der Grenzverwischer schlechthin. Zitat Weininger, der echte Jude wie das echte Weib, sie leben beide nur in der Gattung, nicht als Individualitäten. Ende des Zitats. Aus diesem Grunde ist der Jude auch, Zitat, geborener Kommunist und immer will er die Gemeinschaft. Und weder W noch der Jude besitzen Seele oder Charakter, denn ebenso wie den Frauen fehlt den Juden, und zwar ganz allgemein, das Unsterblichkeitsbedürfnis. Auch Größe, Tiefe und alle anderen Attribute des Genies fehlen natürlich. Und naheliegenderweise sind es natürlich vor allem diese Parallelen zwischen der Frau und dem Juden, auf die sich die Weininger-Forschung hauptsächlich gestürzt hat. Sander Gilman zum Beispiel, den vielleicht der eine oder die andere schon mal gelesen hat zu dem Thema, und andere Leute ziehen Weininger halt immer heran, wenn es um die Frage geht, also wie verschränken sich Konstruktionen des Juden und Konstruktionen von Geschlecht, und vor allem, wenn es um Beispiele dafür geht, dass der Jude eben häufig als effeminiert dargestellt wird und als so ein Antimann oder ein defizienter Mann. Wenn man das Buch genauer liest, stellt sich aber heraus, dass Weininger selbst schon auch ganz ausdrücklich auf bestimmte Unterschiede zwischen der Frau und dem Juden hinweist. Und ich finde, es lohnt sich durchaus, diese Hinweise ernst zu nehmen und sich genauer anzuschauen, worin denn diese Unterschiede seiner Meinung nach bestehen. Weininger erklärt ganz ausdrücklich, dass es irrig wäre, Zitat, dem Juden einen größeren Anteil an der Weiblichkeit zuzusprechen als dem Arier, denn der jüdische Charakter ist für ihn ein genuines Phänomen und deshalb sei es unerlässlich, Übereinstimmung und Abweichung hier genau festzustellen. Ja, und wenn man sich diese Unterschiede dann genauer anschaut, ergeben sich vor allem die folgenden hauptsächlichen Differenzen. Erstens ist zwar Juden wie Frauen eine unendliche Veränderungsfähigkeit und ein Mangel an stetigem Charakter zu eigen, aber die Art und die Ursache dieser Veränderungsfähigkeit sind völlig unterschiedlich und eigentlich entgegengesetzt. Weininger sagt, die Frau ist die Materie, die passiv jede Form annimmt. Im Juden liegt zunächst unleugbar eine gewisse Aggressivität. Er passt sich den verschiedenen Umständen und Erfordernissen jeder Umgebung und jeder Rasse selbsttätig an, wie der Parasit, der in jedem Wirt ein anderer wird. Er assimiliert sich allem und assimiliert es so sich. Dieser, Zitat, Mangel an einer wurzelhaften und ursprünglichen Gesinnung macht für Weininger Juden auch zum Journalismus geeignet. Also Anpassung in beiden Fällen, aber die Frau eben passiv und der Jude nicht nur aktiv, sondern sogar aggressiv. Zweitens, so Weininger, ist das Weib gar nicht der Jude eminent begrifflich veranlagt.
womit auch seine Neigung für die Jurisprudenz zusammenhängt. Und weiter, auch in dieser begrifflichen Natur des Juden kommt seine Aktivität zum Ausdruck. Eine Aktivität freilich von ganz eigentümlicher Art, keine Aktivität der selbstschöpfenden Freiheit des höheren Lebens. Also Vorliebe für abstraktes, begriffliches Denken, aber eben kein Schöpfertum. Der Jude ist zwar ein Denker, aber er ist kein kreativer Mensch. Auch das ist natürlich ein Muster, was aus anderen Beispielen für modernen Antisemitismus ziemlich bekannt und verbreitet ist. Drittens, und Weininger selbst hält diesen Unterschied für ganz besonders entscheidend, glaubt laut Weininger die Frau an den anderen, an den Mann, an das Kind, an, in Anführungszeichen, die Liebe. Der Jude aber, so Weininger, glaubt nichts, weder in sich noch außer sich. Auch im Fremden hat er keinen Halt. Und nur gleichsam symbolisch erscheint sein Mangel an irgendwelcher Bodenständigkeit in seinem so tiefen Unverständnis für allen Grundbesitz und seine Vorliebe für das mobile Kapital. Der Jude hält nie wirklich etwas für echt und unumstößlich, für heilig und unverletzbar. Der Jude ist also inauthentisch, zersetzend und er ist, so Weininger, absoluter Ironiker, wie, hier kann ich eben nur einen Juden nennen, Heinrich Heine. Der Jude ist nur zersetzend und gar nie wirklich zerstörend. Also der Jude ist zersetzend, aber er ist eben nicht zerstörend in dem Sinne, dass er nie wirklich den Kampf mit irgendwas aufnimmt, sondern er zersetzt eben alles so von innen durch Kritik, Ironie, Abstraktheit und so weiter. Weil er nichts glaubt, sagt Weininger, flüchtet er ins Materielle. Nur daher stammt seine Geldgier. Er sucht hier eine Realität. Der einzige Wert, den er als tatsächlich anerkennt, wird so das verdiente Geld. Und hier findet sich dann eben ein weiterer Bestandteil so eines klassischen modernen Antisemitismus, also diese Vorstellung, dass der Jude irgendwie in Verbindung steht mit der Dynamik des modernen Lebens, die eben immer nur nach einem Mehr des Gleichen, also einem Mehr des Profits und einem Mehr des Geldes strebt und nie in irgendeiner tatsächlichen Befriedigung zur Ruhe kommt. Und dass deshalb der Jude eben auch mit diesem konstanten Wechsel und der konstanten Veränderung der Moderne in irgendeiner Weise im Bunde steht. Das heißt, hier sind eigentlich im Wesentlichen alle Bestimmungen versammelt, die so zu den Kernelementen des modernen Antisemitismus gerechnet werden können. Man hat den Juden als einen sich seiner Umgebung aktiv assimilierenden, aggressiven Parasiten, als zersetzend, als Vertreter des Abstrakten, als Agent eines Materialismus, der alle bleibenden Werte unterminiert für Weininger und sich in so einer endlosen Jagd nach einem Meer von Profit erschöpft, und den Juden als gleichzeitig Kommunist und Kapitalist, als Rechtsverdreher und Journalist und so weiter. Also man könnte da noch seitenweise Beispiele zitieren. Der Jude ist also bei Weininger ganz klar assoziiert mit den negativen Seiten der Moderne. Und Weininger spricht das auch selber ganz deutlich aus und sagt, jüdisch ist der Geist der Modernität, von wo man ihn betrachtet. Weiningers Konsequenz daraus lässt einem dann schon so ein bisschen die Nackenhaare hochstehen. Er sagt, aber dem Judentum entgegen drängt ein neues Christentum zum Licht. Die Menschheit harrt des neuen Religionsstifters und der Kampf drängt zur Entscheidung wie im Jahre 1. Zwischen Judentum und Christentum, zwischen Geschäft und Kultur, zwischen Weib und Mann, zwischen Gattung und Persönlichkeit, zwischen Unwert und Wert, zwischen irdischem und höherem Leben, zwischen dem Nichts und der Gottheit hat abermals die Menschheit die Wahl. Das sind die beiden Pole, es gibt kein drittes Reich. Und dass nun ausgerechnet in diesem Kontext plötzlich so eine Formulierung wie Drittes Reich auftaucht, wenn auch eben nicht als Gegenpol zum Judentum, sondern eher als der Mittelweg, den es eben laut Weininger nicht gibt, ist natürlich schon so ein bisschen makaber, denn auch wenn Weininger selbst vulgären Antisemitismus ausdrücklich ablehnt, also den politischen Antisemitismus seiner Zeit, liegt es ja offensichtlich nahe, Verbindungslinien zu ziehen zwischen Weiningers Vorstellung von diesem Endkampf zwischen Gut und Böse und Wert und Unwert und so weiter und dem Erlösungsantisemitismus, den man dann eben später vor allem im Dritten Reich wiederfindet. Aber sich ausschließlich auf solche Verbindungslinien zu konzentrieren, denke ich, würde weder ein Verständnis Weiningers noch ein Verständnis des nationalsozialistischen Antisemitismus besonders weiterbringen, wenn man nicht auch die Verbindungslinie sozusagen in die andere Richtung zieht, nämlich von Weininger zu den weniger spektakulären Formen von Antisemitismus und Misogynie, Frauenfeindlichkeit und zur Normalität und Allgegenwärtigkeit verwandter Denk- und Wahrnehmungsweisen.
in der Zeit und ihrer gesellschaftlichen Ursachen. So ein Text wie Geschlecht und Charakter kann man natürlich trotz seines Erfolgs und seiner weiten Verbreitung nicht einfach als repräsentativ für diese ganze Epoche verstehen. Und zum Beispiel Weiningers ganz deutliche, intensive Sexualängste lassen sich sicherlich nicht ganz unabhängig von seinen ganz persönlichen Lebensumständen verstehen. Aber andererseits lässt der Text sich eben auch nicht einfach auf die psychologischen Probleme seines Autors reduzieren. So eine Reduktion könnte weder die Korrespondenzen zwischen Weiningers Text und den Werken anderer zeitgenössischer Autoren, also zum Beispiel Kraus oder Hamsun, Strindberg und mancher Beziehung sogar Musil und anderen erklären. Noch könnte er eben erklären, dass Geschlecht und Charakter nicht als ein Symptom einer psychischen Störung wahrgenommen wurde von den Zeitgenossen, sondern als Werk eines tragischen jungen Genies. Und diese Umstände, denke ich, werfen eigentlich eher die Frage auf, ob Weiningers besonderer Wahnsinn ihm erlaubt hat, zugespitzter als andere die allgemeinen Ängste und Obsessionen seiner Zeit zum Ausdruck zu bringen. Nach diesem größtenteils darstellenden Teil der Positionen von Weininger geht Christine Achinger nun dazu über, einen der zentralen Widersprüche in seiner Theorie zu beschreiben. Es ist dies, dass das Weibliche und das Jüdische einerseits dem männlichen Subjekt M absolut entgegengesetzt sind, sich aber andererseits wiederum antagonistisch gegenüberstehen. Diese widersprüchliche Konstitution des bürgerlichen Subjekts M findet sie in ähnlicher Weise in der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer beschrieben. Das Bild, was sich bisher aus Weiningers Theorie ergibt, ist ja voll von Ambivalenzen und Widersprüchen. Weininger kritisiert den jüdischen Geist der Moderne und assoziiert den Juden mit Materialismus und ständiger zielloser Veränderung und anderen negativen Begleiterscheinungen der Moderne. Aber er tut es ja nicht im Namen irgendeiner angenommenen vormodernen, quasi natürlichen Gemeinschaft, sondern verherrlicht selbst Individualismus, Rationalität und Gefühls- und Triebkontrolle, also Züge, die im Allgemeinen ebenfalls als zentrale Momente der Moderne angesehen werden. Weiterhin ist es ziemlich offensichtlich, dass Weiningers W, das ideale Weib, in mancher Beziehung mit Vorstellungen von unstrukturierter und deshalb bedrohlicher Natur und eben vor allem der Natur im Subjekt, also Sexualität, assoziiert ist, während die spezifischen Züge des Juden eher mit der modernen Gesellschaft verbunden sind bei Weininger. Aber M, der ideale Mann, der zu beiden ja in Opposition steht, ist dadurch in einer ziemlich prekären Position, sozusagen eingeklemmt zwischen opponierenden Gegensätzen. Anders als W denkt M, der ideale Mann, logisch und begrifflich, aber eben nicht zu abstrakt wie der Jude. Anders als der Jude ist er produktiv und kreativ, aber eben nur intellektuell, nicht biologisch wie die Frau, was ja auch wieder gefährlich ist. M ist, wenn man sich das genauer anguckt, eine sehr spannungsreiche Kombination zwischen entkörperlichtem, formalisiertem, kantischem Subjekt und kreativem Genie, dem Künstlerhelden sozusagen, dessen Wurzeln eben eigentlich in der Frühromantik liegen, also aus einer Tradition kommen, die Kant total entgegengesetzt ist. Und somit ist M eben ein Hybrid aus zwei konfligierenden modernen Traditionen, das Subjekt zu denken. Und ich denke, aus diesen verschiedenen Sachen kriegt man zumindest so einen Eindruck, dass Weiningers M eben was ist, was sich gar nicht so unproblematisch positiv definieren lässt, sondern im Grunde nur negativ in diesen Gegensätzen sich überhaupt beschreiben lässt in dem Buch. Denn seine beiden anderen, Frau und Jude, widersprechen sich ja auch untereinander. Der ideale Mann bei Weininger erscheint also als eine eher problematische und selbstwidersprüchliche Konstruktion, die letztlich nur durch diesen doppelten Gegensatz überhaupt definiert und zusammengehalten wird. Und ich denke, unter anderem diese Struktur, wie auch viele der einzelnen Bestimmungen dieses M, des idealen Mannes, weist, finde ich, auffällige Parallelen auf zu Beschreibungen der Konstitution des bürgerlichen Subjekts, wie man sie eben bei Autoren wie Freud, Weber, Marx oder Adorno und Horkheimer findet. Und deshalb würde ich mir ganz gerne mal ein paar der wesentlichen Züge dieses M eben im Vergleich mit Zügen des bürgerlichen Subjekts angucken,
wie Adorno und Horkheimer, die in der Dialektik der Aufklärung beschreiben, die ja sich auf all diese anderen Autoren mitbezieht. Ja, wie gesagt, Weiningers M ist gekennzeichnet durch interne Homogenität, klares, nicht durch Gefühle getrübtes Denken, ist sich selbst völlig transparent, verfügt über vollständige Erinnerung und freien Willen und orientiert sich an Vernunft. M ist Herr seines Körpers und vollständig abgegrenzt von anderen und der Außenwelt. W, die Frau dagegen, besitzt keines dieser Kennzeichen, ist bloßes Aggregat, Denken und Fühlen sind dasselbe für sie. Sie ist nicht selbstreflexiv und durch ihre Triebe und Impulse und den Willen anderer bestimmt. Die ideale Frau ist Körper und lebt in einem Zustand der permanenten Verschmelzung mit ihrer Umgebung. Ja, das eine, was man darin sofort wiedererkennt, denke ich, ist natürlich Freud, also die Beschreibung des Verhältnisses von Ego und S, von Ich und S. Aber das lasse ich vielleicht einfach mal hier beiseite. Und stürze mich gleich auf die Dialektik der Aufklärung, die ja versucht, dieses moderne Subjekt als ein historisch gewordenes zu beschreiben. Und das ist, denke ich, was eben interessant ist, sich anzugucken, in welcher Weise dieses weiningersche Subjekt sich als ein historisch spezifisches verstehen lässt, was einem vielleicht auch eher hilft zu verstehen, warum Weininger gerade in seiner Zeit so erfolgreich war. Während für Weininger der ideale Mann, M, eben eine transhistorische Gegebenheit ist, ist das Subjekt bei Adorno und Horkheimer historisch und gesellschaftlich produziert. Und die schreiben in der Dialektik der Aufklärung, selbst das Ich, die synthetische Einheit der Apperzeption, die Instanz, die Kant den höchsten Punkt nennt, an dem man die ganze Logik aufhängen müsse, also genau das, worauf Weininger seine ganze Konstruktion basiert, ist in Wahrheit das Produkt sowohl wie die Bedingung der materiellen Existenz. Die Individuen, die selbst für sich zu sorgen haben, entwickeln das Ich als Instanz des reflektierenden Vor- und Überblicks. Es erweitert sich und schrumpft mit den Aussichten wirtschaftlicher Selbstständigkeit und produktiven Eigentums durch die Reihe der Generationen hindurch. Dieses Subjekt muss durch die Unterdrückung all jener Bedürfnisse und Impulse bewahrt und stabilisiert werden, die es als bedürftig und abhängig erweisen könnten und die drohen, die Vorstellung der Autonomie des Subjekts, die klare Abgrenzung zwischen Ich und Es und Ich und Welt, als Illusion zu entlarven. Zudem steht die gesellschaftliche Form der kollektiven Naturbeherrschung, die kapitalistische Gesellschaft, für Adorno und Horkheimer dem Subjekt als nicht weniger fremd und übermächtig gegenüber als zuvor die Natur. Die kollektive Emanzipation von der ersten Natur resultiert also in der Unterwerfung unter die zweite Natur, die gesellschaftliche Konstituiertheit des Menschen. Das heißt, die Souveränität dieses modernen Subjekt muss gegen doppelte Bedrohung verteidigt werden. Einerseits die Bedrohung durch Natur und andererseits die Bedrohung durch Gesellschaft. Und diese beiden Seiten der Bedrohung, denke ich, weisen eben deutliche Parallelen auf zur Bedrohung des idealen Mannes, M, bei Weininger durch einerseits W, die ideale Frau, das ideale Weib, und andererseits den Juden. Ja, und um das hoffentlich kurz zu illustrieren. Die Hauptthese der Dialektik der Aufklärung ist ja, dass die Stabilität des Subjekts den destabilisierenden Auswirkungen des Lustprinzips abgewonnen werden und gegen sie verteidigt werden muss. Also da folgen die Autoren ja weitgehend Freud. Und die Formung des Subjekts, also sowohl im einzelnen Individuum als auch gesellschaftlich und historisch, ein schmerzhafter Prozess der Entwicklung von Mechanismen der Selbstkontrolle und Verdrängung ist und dass der Erfolg dieser Verdrängung immer bedroht bleibt und sein Produkt instabil. Adorno und Horkheimer schreiben, Furchtbares haben die Menschen sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war, und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt.
Die Anstrengung, das Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf allen Stufen an und steht zwar die Lockung, es zu verlieren, mit der blinden Entschlossenheit zu seiner Erhaltung gepaart. Die Angst, das Selbst zu verlieren und mit dem Selbst die Grenze zwischen sich und anderem Leben aufzuheben, die Scheu vor Tod und Destruktion, ist einem Glücksversprechen verschwistert, von dem in jedem Augenblick die Zivilisation bedroht war. Das heißt, man findet genau die gleichen Themen wie bei Weininger im Verhältnis zum von M und W, dem idealen Mann und der idealen Frau. Also die Anstrengung, die Grenzen des Subjekts aufrechtzuerhalten und das Gefühl der Bedrohung durch die Verlockung, sich eben ja, den Sexualtrieb hinzugeben oder dem Lustprinzip nachzugeben. Und Adorno und Horkheimer beschreiben das ja auch schon als die Schaffung des männlichen Charakters, also die Identifizierung dieses Subjekts als männlich. An anderen Stellen in der Dialektik der Aufklärung wird dann auch ganz explizit diese Projektion von Verlockungen und Ängsten auf die Frau als Versucherin und damit als Bedrohung beschrieben. Das Weib als vorgebliches Naturwesen ist Produkt der Geschichte, die es denaturiert. Der verzweifelte Vernichtungswillen aber gegen alles, was die Lockung der Natur, des physiologisch, biologisch, national, sozial Unterlegenen verkörpert, zeigt an, dass der Versuch des Christentums verunglückt ist. Die verhasste, übermächtige Lockung, in die Natur zurückzufallen, ganz auszurotten, das ist die Grausamkeit, die der misslungenen Zivilisation entspringt, Barbarei, die andere Seite der Kultur. Also Horkheimer und Adorno versuchen eben genau, die Abwehr dieser Verlockung durch Hass zu beschreiben als die also Schaffung der Vorstellung von der Frau sozusagen, die eben die Quelle dieser Verlockung und damit auch die Quelle dieser Bedrohung ist. Und die Identifikation der Frau mit der Natur, die eben als bedrohlich erscheint. Und diese Natur ist eben nicht einfach nur was Außergesellschaftliches und Unhistorisches, sondern gerade als das absolut der Gesellschaft entgegengesetzte, ist sie natürlich selber gesellschaftlich produziert. Also nur die Vorstellung der Natur als Gegenteil der Gesellschaft ist ja selber eine gesellschaftliche, die erst an einem ganz bestimmten, in einem ganz bestimmten Stadium der Geschichte überhaupt entsteht. Und in diesem Sinne ist Natur eben selber gesellschaftliches Produkt. Und das ist einerseits eine Frage der Wahrnehmung. Also erst wenn Bäume, Steine, Wetter und so weiter eben nicht mehr mit einer eigenen Bedeutung belehnt werden, wie in einem magischen Denken, kann Natur ja überhaupt erst zum Material oder Instrument für die Verfolgung gesellschaftlicher Ziele werden, ohne irgendeine Eigengesetzlichkeit. Andererseits ist es natürlich auch eine Konsequenz einer gesellschaftlichen Praxis, denn im Kapitalismus ist die Materialität von Dingen eben nur relevant, insofern sie Träger von Wert sind, und ihre spezifischen Qualitäten werden irrelevant. Also erst in so einer Wirtschaftsordnung kann man überhaupt sowas haben wie bloße Materie, die unstrukturiert ist. Und für Horkheimer und Adorno fasst sich das eben zusammen als, nachdem die objektive Ordnung der Natur als Vorurteil und Mythos sich erledigt hat, bleibt Natur als Masse von Materie übrig. Auch in dieser Hinsicht entspreche also Weiningers Beschreibung der Frau als bloßes Objekt statt Subjekt, als Materie statt Form, der Art und Weise, in der Natur spezifisch in einer kapitalistischen Gesellschaft konstituiert und vorgestellt wird. Und man findet da eben genau wieder dieselben Themen wie bei Weininger. Nachdem Christine Achinger dargestellt hat, wie nach Weininger das männliche Subjekt in Abgrenzung vom triebhaften Weiblichen und vom jüdischen Abstrakten seine Autonomie konstituiert, führt sie nun aus, warum dieses Konzept von Autonomie notwendigerweise scheitern muss. Und ebenso wie der Gegensatz von Natur und Gesellschaft und damit eben Natur im modernen Sinne selbst, ist auch das angeblich unabhängige autonome Subjekt eben selbst ein Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse. Diese Illusion von Autonomie und Unabhängigkeit verdankt sich, wenn man Marx und Horkheimer und Adorno folgt,
Unter anderem der Tatsache, dass im Kapitalismus eben offene persönliche Abhängigkeits- und Machtverhältnisse, wie man sie ja noch im Feudalismus findet, also zum Beispiel zwischen Leibeigenem und Herrn, in der bürgerlichen Gesellschaft unsichtbar geworden sind und an ihre Stelle die Vermittlung durch den Warentausch getreten ist. Die Tatsache, dass auch die Ware nur ein individuiertes Moment einer gesellschaftlichen Vermittlung ist, wird unsichtbar. In den Worten von Marx, die gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen erscheinen ihnen als Verhältnisse von Dingen. Aber diese vermeintliche Autonomie des modernen Subjekts ist letztlich, laut Horkheimer und Adorno, mit Marx eben nur eine Illusion. Das moderne Subjekt, das in so vieler Beziehung Weiningers M ähnelt, ist nicht nur durch die kapitalistische Gesellschaft produziert, sondern wird gleichzeitig auch durch sie bedroht. Und zum einen besteht diese Bedrohung natürlich schlicht darin, dass dieses vermeintlich unabhängige Subjekt in Wirklichkeit natürlich in eine viel komplexere in einen viel komplexeren Zusammenhang von universaler Abhängigkeit eingebettet ist und dass die Gesellschaft dem Menschen als genauso übermächtig und genauso fremd gegenübertritt wie zuvor die äußere Natur. Oder mit Adorno und Horkheimer: Um der abergläubischen Furcht vor der Natur zu entgehen, hat die Vernunft die objektiven Wirkungseinheiten und Gestalten ohne Rest als Verhüllung eines chaotischen Materials bloßgestellt und dessen Einfluss auf die menschliche Instanz als Sklaverei verflucht, bis das Subjekt der Idee nach ganz zur einzigen, unbeschränkten, leeren Autorität geworden war. Alle Kraft der Natur wurde zur bloßen, unterschiedslosen Resistenz für die abstrakte Macht des Subjekts. Die entfesselte Marktwirtschaft war zugleich die aktuelle Gestalt der Vernunft und die Macht, an der Vernunft zuschanden wurde. Obwohl die moderne kapitalistische Gesellschaft durch die Individuen selbst produziert und reproduziert wird, aber eben nicht bewusst, sondern hinter dem Rücken der Individuen, richtet ihre Entwicklung sich nicht nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen und ihre Funktionsweise und Dynamik sind noch schwerer zu verstehen als in früheren Epochen. Gleichzeitig verändert die Dynamik der kapitalistischen Gesellschaft die Welt grundlegender als jede frühere gesellschaftliche Formation. Und das ist eben was, was im Wien der Jahrhundertwende ganz deutlich spürbar wird. Und das Gefühl, dass der angeblich autonome und freie moderne Mensch in Wahrheit nur ein Rädchen in der Lokomotive ohne Führer ist, ist zentral für das Unbehagen in der Moderne, wie man es eben bei Weininger und seinen Zeitgenossen findet. Und diese gesellschaftlichen Prozesse stellen eben nicht nur eine äußere Begrenzung der Freiheit des modernen Individuums dar, sondern untergraben das Subjekt sozusagen auch von innen. Und da findet man dann eben einige der Züge wieder in der Dialektik der Aufklärung, die bei Weininger mit dem Juden verbunden sind, nämlich die Frage nach gesellschaftlichen Abstraktionsprozessen und nach der Aushöhlung von Individualität. Ja, weil ganz kurz vielleicht nur, Adorno und Horkheimer beschreiben das eben als das von Zivilisation vollends erfasste Selbst löst sich auf in ein Element jener Unmenschlichkeit, der Zivilisation von Anbeginn zu entrinnen trachtete. Die älteste Angst geht in Erfüllung, die vor dem Verlust des eigenen Namens. Das heißt, in der Beschreibung des Verhältnisses von Subjekt und Gesellschaft, die sich bei Adorno und Horkheimer findet, lässt sich wiedererkennen, was bei Weininger der jüdische Geist der Moderne heißt, nämlich die Bedrohung durch Abstraktheit und Sinnverlust und die sich immer weiter beschleunigende Dynamik der Selbstverwertung des Werts und der Wirtschaftsordnung, die an immer mehr desselben, des Profits gerichtet ist. Das heißt, das Bild, was man in der Dialektik der Aufklärung gewinnt, von der Konstitution des Subjekts, ist eben in einer ganzen Menge von Beziehungen im Grunde dem ähnlich, was Weininger von M und seinem Gegensatz zum weiblichen Prinzip und zum Juden beschreibt. Nämlich auf der einen Seite muss das Subjekt, ich sehe verzweifelte Blicke, auf der einen Seite wird das Subjekt der Natur abgerungen, für Adorno und Horkheimer, die darin eben Freud folgen, und bleibt ständig durch Natur weiter bedroht, denn das Subjekt ist natürlich in Wirklichkeit immer ein verkörperlichtes und deshalb muss
diese Unabhängigkeit von der Verlockung durch Natur eben ständig noch wieder errungen werden. Und das geschieht eben, indem alles, was mit Natur identifiziert ist, vor allem eben Weiblichkeit, die Frau, verteufelt wird und als gefährlich erscheint. Also dass das eben eines dieser Grundmuster, die sich eben auch bei Weininger finden. Und die spezifische Art und Weise, wie Natur erscheint und wie eben bei Weininger auch die Frau erscheint, nämlich als Materie, als unstrukturiert, als grenzenlos und als gefährlich, weil sowas wie Auflösung symbolisierend. Das ist eben eine Erscheinungsweise, die die Natur, Volkmann, Adorno und Horkheimer, ganz spezifisch in der bürgerlichen Gesellschaft hat. Und das fand das eben ganz auffällig, dass genau die gleichen Bestimmungen sich bei Weininger auch wiederfinden, die bei Adorno und Horkheimer eben für die Natur sowohl außerhalb des Subjekts als auch für die Natur im Subjekt gelten. Und auf der anderen Seite ist das bürgerliche Subjekt eben durch die Gesellschaft selbst bedroht, die es ja erst herstellt, aber dann gleichzeitig eben immer schon wieder zurücknimmt und aushöhlt, indem zum einen die angebliche Autonomie des Subjekts sich eben als Illusion erweist, weil alle Subjekte, wie wir alle auch wissen, immer schon in universelle Abhängigkeiten verstrickt sind. Und weil zweitens diese starke Individualität, die ja Weininger auch beschwört im Genie, tatsächlich in der kapitalistischen Gesellschaft ganz unwesentlich wird und da vielmehr die Individuen vor allem als abstrakte Subjekte wesentlich sind. Und das sind eben so die Bestimmungen, die Adorno und Horkheimer rausstreichen, wenn es um die Konstitution des bürgerlichen Subjekts geht und darum, wodurch das gefährdet ist. Und auch das sind eben genau die Züge, die bei Weininger dann wiederum mit dem Juden assoziiert werden. Und ich fand diese Konstellation eben interessant, weil man bei Weininger sieht, dass dieses M, der ideale Mann, der in so vielem eben genau der Beschreibung des modernen Subjekts entspricht, also autonom und da und so weiter, eben auch dieser Doppelbedrohung ausgesetzt ist. Auf der einen Seite durch die Frau als Natur und auf der anderen Seite durch den Juden als die moderne Gesellschaft. Und wenn man jetzt sich das mit Adorno und Horkheimer anschaut, dann wird eben deutlich, dass dieses Subjekt genau dieser Doppelbedrohung eben systematisch nie entgehen kann, weil das Subjekt immer ein verkörperlichtes ist und deshalb eben immer wieder die Bedrohung durch die eigene Natur und die äußere Natur irgendwie in Schach halten muss. Und das heißt eben immer wieder in irgendeiner Weise diese Abwehr mobilisieren muss und diese Grenze errichten muss, die, je nachdem, wenn man Weininger so verstehen will, eben die ist zwischen M und W, zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip. Und auf der anderen Seite dieses Subjekt eben Produkt genau der Gesellschaft ist, die es immer wieder auch gleichzeitig bedroht. Das heißt, auch was bei Weininger das jüdische Prinzip ist, ist eben was systematisch ein Teil dieser modernen Gesellschaft ist und nicht was man irgendwann mal überwinden kann oder was verschwindet oder so. Ja, und ich fand eben deshalb Weininger in sich selbst interessant, aber auch gerade, wenn man guckt, wo sind eigentlich diese ganzen Echos, die an andere Theorien der Konstitution des modernen Subjekts erinnern. Und gerade die Tatsache, dass im Grunde bei Weininger es eben immer nur um die Auslagerung der eigenen Widersprüche des bürgerlichen Subjekts geht. Also dass immer der eine Teil, den man irgendwie, der in Konflikt gerät mit dieser Vorstellung des unproblematischen, autonomen männlichen Subjekts, eben immer nach außen verlagert werden muss und projiziert werden muss auf entweder die Frauen oder die Juden. Das wird natürlich plausibler, wenn man sich das mit Adorno und Horkheimer erklärt, als es geht hier eben einfach um einen Widerspruch im bürgerlichen Subjekt selber. Und deshalb muss eben diese Ausgrenzung und diese Projektion auch immer wieder erneuert werden. Und deshalb kriegt die eben auch so einen Drive wie bei Weininger. Also ich behaupte jetzt nicht, dass es bei Weininger tatsächlich genau diese Ursachen hat, aber man kann jedenfalls Weininger mit Adorno und Horkheimer so lesen und dann macht das eben auch irgendwie Sinn, finde ich. Also es mag jetzt für euch nicht unbedingt so sein, aber... Wie Christine Achinger dargestellt hat, kann dieser idealisierte Wunsch nach Autonomie nicht eingelöst werden, da die Herrschaftsverhältnisse bereits im Konzept des bürgerlichen Subjekts angelegt sind. Diese subjektimmanenten Widersprüche werden vom Subjekt jedoch nicht dort lokalisiert, wo sie vorzufinden sind, sondern stattdessen externalisiert und auf andere projiziert.
Und das Interessante ist, dass genau diesen Prozess, der bei Horkheimer und Adorno, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele Leute hier eben auch an diesem Lesekurs teilgenommen haben und die Elemente des Antisemitismus gelesen haben und so weiter, den Horkheimer und Adorno als pathische Projektion beschreiben, den beschreibt Weininger selbst im Grunde auch ganz ähnlich an verschiedenen Stellen in seinem Buch. Zum Beispiel, ich greife jetzt nur mal eine raus, sagt Weininger irgendwo in seinem Kapitel über die Juden: Doch dies eine bleibt darum nicht minder gewiss. Wer immer das jüdische Wesen hasst, der hasst es zunächst in sich. Dass er es im anderen verfolgt, ist nur ein Versuch, vom Jüdischen auf diese Weise sich zu sondern. Er trachtet, sich von ihm zu scheiden, dadurch, dass er es ganz im Nebenmenschen lokalisiert und so für den Augenblick von ihm frei zu sein wähnen kann. Der Hass ist ein Projektionsphänomen wie die Liebe. Der Mensch hasst nur, durch wen er sich unangenehm an sich selbst erinnert fühlt. Und auch in Bezug auf die Frau sagt Weininger an einer anderen Stelle: Als des Mannes Gegensatz hat das Weib einen Sinn und eine Funktion im Weltganzen. Das heißt, Weininger selbst sagt im Grunde, diese beiden Figuren haben genau die Funktion, dass sie eben gehasst werden können und dass man sich gegen sie abgrenzen und verteidigen kann. Das heißt, wenn man Horkheim und Adorno folgen würde, ließe Geschlecht und Charakter sich lesen als ein besonders kompromissloses, aber eben gerade deshalb paradigmatisches Dokument der Art und Weise, in der diese prekäre und instabile und selbstwidersprüchliche Konstruktion des bürgerlichen Subjekts stabilisiert wird, indem eben seine eigenen Widersprüche externalisiert und auf den Außen, also in dem Fall die Frauen und die Juden, projiziert werden. Und umgekehrt könnte man natürlich auch die Analysen von Horkheimer und Adorno und Marx und so weiter mit Weininger lesen und sagen, was die beschreiben, ist im Grunde die Konstitution von Rasse und Geschlecht in der modernen Gesellschaft, beziehungsweise die beschreiben einen der zentralen Mechanismen, die eben dazu führen, dass genau diese Stereotypen immer wieder reproduziert und produziert werden. Und also die Frage wäre dann natürlich, also das geht jetzt auch über irgendwas, was ich hier erzählen kann, raus, aber das könnte ich vielleicht dann einfach mal als Frage ans Publikum geben. Wie sieht das eigentlich dann, also wenn man das überhaupt ernst nehmen will, wie sähe das dann heute aus? Also wenn man sich zum Beispiel die Gegenwart des modernen Antisemitismus anguckt, scheint es ja plausibel, dass es da irgendwas gibt, was dazu führt, dass der sich immer wieder mit den ähnlichen Bildern und ähnlichen Stereotypen, die sich auch schon bei Weininger finden und die sich auch schon 1870 finden, bei Treitschke und solchen Leuten, immer wieder reproduziert. Also sozusagen unabhängig davon, wie der nun tatsächliche jüdische Existenz aussieht. Das verweist ja schon darauf, dass da was nach außen projiziert wird, was eigentlich eben der gesellschaftlichen Erfahrung der Leute, die diese Stereotype produzieren, entspricht und nicht irgendwas im Objekt selber. Anders, also wie das jetzt mit Frauen aussieht, finde ich dann schon sehr viel komplizierter, also weil natürlich nach Weininger auch Frauen sozusagen zum Status des bürgerlichen modernen Subjekts zugelassen wurden. Also die Frage ist, findet man immer noch dieselben Gegensätze, wie die bei Weininger und auch bei anderen Autoren der Zeit sich finden, nur eben weniger klar verbunden mit den beiden Geschlechtern? Oder wie sieht das aus? Aber zum Beispiel denke ich schon, dass man beobachten kann, dass bei Frauen zum Beispiel durch den neu gewonnenen Status als vollwertige Subjekte ist sowas wie eine Selbstwidersprüchlichkeit gibt, also zwischen Weiblichkeit und Subjektstatus. Und Ähnliches findet sich ja auch bei Juden, wenn man sich mal solche Phänomene anguckt, wie das, was dann immer so als jüdischer Selbsthass verhandelt wird und so weiter. Also das wären zum Beispiel Fragen, die mich interessieren würden, was so die Nachgeschichte von Weininger angeht, aber das ist vielleicht dann auch schon etwas zu weit gegangen. Ja, also das waren so die Gedanken, die ich vorstellen wollte. Ich hätte gerne auch ein kleines Handout dazu gemacht, dann hätte man dem vielleicht auch leichter folgen können, aber ich hoffe, das war auch so nicht völlig unverständlich, und das war's dann erstmal. Das war der Vortrag Das bürgerliche Subjekt und seine Feinde, Antisemitismus und Antifeminismus am Beispiel Otto Weininger. Der Vortrag wurde gehalten von Christine Achinger. Wir dokumentieren nun noch die Diskussion.
Dabei wurden einzelne Beiträge, die von der Tonqualität her absolut unverständlich waren, entweder ganz rausgeschnitten oder von uns nachgesprochen. Die erste Frage bezog sich auf die Ähnlichkeit zwischen der Dialektik der Aufklärung von Adorno Horkheimer und dem Text von Weininger. Der Hauptunterschied ist natürlich, dass Weininger, was er da selber macht, ja eben gar nicht als eine Theorie des bürgerlichen Subjekts oder sowas versteht, sondern eben denkt, er erklärt mal, wie Männer und Frauen und Juden so sind. Und das, denke ich, wär so mal der Hauptunterschied. Also, dass es eben keine Theorie dessen ist, sondern so eine Reproduktion, also ein Beispiel für das, was Adorno und Horkheimer dann eben versuchen zu beschreiben. Das Dann die Theorien von Adorno und Horkheimer ein bisschen beweglicher scheinen als die von Weininger? Naja, und dass die eben nicht sagen, Frauen sind so, sondern dass die eben sagen würden, deshalb entsteht diese Idee der Frau. Also sozusagen genau beschreiben, was Weininger eben vorführt oder was man an Weininger sehen kann. Der wirklich denkt, ja, die Essenz der Frau ist eben genau so. Und der Mann ist genau so und zwar immer schon. Und das hat also mit irgendwelchen gesellschaftlichen Veränderungen überhaupt nichts zu tun. Sondern das ist so eine ontologische, ewige Gegebenheit halt. Und bei Adorno und Horkheimer wäre das ja genau eine Kritik dessen. Also die eben sagen, diese Ideen entstehen aus bestimmten gesellschaftlichen und historischen Gründen. Und das ist eigentlich das, was wir verstehen müssen und was natürlich letztendlich auch verändert werden muss, also wenn möglich. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass also man kann sozusagen den Mann, die Frau und den Juden als eine Dreiteilung von einer Person sehen. Und dann ist sozusagen der Mann das, so wie es sein soll, dann sozusagen das Rationale und so weiter, und dann der Jude ist dann sozusagen das, was aus die widerspricht, sozusagen die Kehrseite sozusagen dieser bürgerlichen Gesellschaft. Und was ich ganz verstanden habe, die Frau ist dann sozusagen der Rückfall dann irgendwie ins auf die Natur oder irgendwie der Rückfall zu den Trieben, oder also wenn jetzt das Jüdische sozusagen die inneren Widersprüche in der bürgerlichen Gesellschaft sind, was ist dann sozusagen deine Frau? Ja, so wie du gesagt hast eigentlich, denke ich. Also, dass ich schon denke, man kann die Frau dann bei Weininger verstehen, als das sind sozusagen die Anteile des tatsächlichen lebendigen Subjekts oder der wirklichen Leute eben, die in dieses Bild des rationalen, völlig kontrollierten Subjekts eben nicht reinpassen. Also Anteile von zum Beispiel Triebregung, Sexualität, Begehren, die eben deinem völlig rationalen, kontrollierten Selbst dazwischen funken würden, sozusagen. Und eben auch, also die Frau als so eine Verkörperung oder Symbolisierung der äußeren Natur, als was natürlich auch immer irgendwie unbekannt und bedrohlich ist, oder aber nur Materie, die unstrukturiert ist und nur da, um eben geformt, bearbeitet oder verwendet zu werden. Ja, ich habe eine Informationsfrage, ich kann es mir schon so ein bisschen denken, aber ich hätte es nochmal fragen, kommt in der Männlichkeitsvorstellung sowas wie Muskel- und Körperkraft oder sowas Heroisches oder so, kommt da nicht vor? Nee, oder? Gar nicht, nee. Also das ist wirklich so eine völlige Ablehnung des Körpers. Was doch eigentlich dafür spricht, dass das erstmal noch eine 19. Jahrhundertstheorie ist und nicht eine moderne Theorie. Dass irgendwie der Körper in die Mythologie der Gesellschaft reinkommt, ist ja eigentlich das würde ich als Kennzeichen der Moderne nehmen und nicht die klassische Aufklärung, die alles aus dem Geist herleitet. Und dann ist das doch erstmal, wenn man die Aufteilung so macht, auf der Seite Geist und Aufklärung. Oder gibt es da sozusagen Merkmale, die das, wo du sagen würdest, nee, da stimmt die Aufteilung nicht, oder man kann daran merken, das ist eine falsche Einteilung. Fände ich, glaube ich, schwierig genau festzulegen. Also zumal ich, glaube ich, auch schwierig fände, genau zu sagen, wo jetzt der Umschlag ist von
weiß ich nicht, 19. Jahrhundert Postaufklärung zu irgendeinem, weiß ich nicht, körperlichen Turn oder so. Also was es ja schon gibt bei Weininger, das habe ich jetzt halt nicht so richtig ausgeführt, ist so ein Versuch, das im Grunde auch nochmal auf Biologie zurückzuführen. Also ich habe das alles halt rausgenommen, aber es gibt so am Anfang, das ist an sich auch nochmal ganz interessant, so einen biologischen Diskurs, wo er halt versucht, erstmal diese Substanzen M und W halt immer weiter so in die einzelnen Körperzellen zurückzuverfolgen. Also wo er dann halt sagt, es geht eigentlich nicht mehr um Genitalien oder so, sondern das sind Substanzen, die findet man so in jeder Zelle jedes Körpers. Und da sind die dann eben in verschiedenen Proportionen, was ja im Grunde so eine immer, also so eine, also nicht natürlich ein Wissen um sowas wie Genetik oder so, aber in so einer Fantasiewelt ja fast so eine Bewegung nachvollzieht, wie ja auch jetzt die Biologie macht, von Morphologie und Geschlechtsorganen hin zu Hormonen, hin zu Genen und so weiter und dann halt das biologische Substrat immer noch im Allerkleinsten zu finden. Und in dem Sinne gibt es natürlich schon sowas wie eine biologische Welt oder eine Biologisierung. Aber nicht im Sinne, was du jetzt angesprochen hast, so der Verherrlichung des gepanzerten Muskelkörpers des Mannes oder solche Sachen. Oder auch keine, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich gesagt habe oder nicht. Also Weininger kritisiert natürlich die abstrakte Moderne, aber eben nicht im Namen von irgendwie so einer authentischen Gemeinschaft oder sowas. Was ist dann ja auch später? Zwei Fragen, Referenzfragen. Einerseits hat es ein bisschen erinnert an das, was bei Jochen Blum so paradigmatisch dargestellt ist, Unmensch und Übermensch, also, aber eben, wo dann praktisch die Frau, das wäre was bei Blum der Rassismus ist, also der Rassismus sozusagen als die Regression des Bürgers in die Natur, gegen die man sich abgrenzen muss, und der Antisemitismus als die Hybris des Geistes, das Überwertige. Haut das hin oder wo wären die Unterschiede zwischen Sexismus von Weininger? Und das zweite wäre zu einer Aktualisierungsfrage. Es gab, glaube ich, Anfang der 90er Jahre ein oder mehrere Bücher von einer amerikanischen Antifeministin, die Carmen oder Camille Paglia hieß. Die zufällig gelesen hast und da irgendwas sagen kannst, weil, also das, was ich darüber gelesen habe, klang genau, also war auch so ein, waren genau solche Fantasien, Frauen, Männer, also es war sozusagen nicht mal, schien das nochmal neu geschrieben zu haben. Paglia habe ich nie gelesen, kann ich auch nur vom Hören sagen, ja, klingt irgendwie auch ziemlich schauerlich, aber weiß ich nicht. Frage 1 weiß ich letztlich auch nicht, weil ich den Artikel vor Urzeiten gelesen habe und nicht mehr genau weiß, wie Brun eigentlich argumentiert. Aber ich habe das schon, ehrlich gesagt, hatte ich da gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, wahrscheinlich schon ähnlich. Mal überlegen. Also es gibt ja auf jeden Fall diesen Gegensatz vom, der Jude wird sozusagen mit dem abstrakten Subjekt identifiziert und das wird abgelehnt. Und also, wenn ich das richtig erinnere, macht Brun doch diese, funktioniert das alles über den Split sozusagen, den Doppelcharakter des Subjekts bei Brun, oder? Als Abstraktes und Konkretes. Aber ich weiß es nicht, ich glaube, wir wissen es beide nicht mehr so genau. Ich gehe schon davon aus, dass es da Bezüge gibt. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, müsste ich mir mal angucken. Aber ich habe den Aufsatz nicht mehr genau genug im Kopf, um sagen zu können, wie weit die gehen. Zwei Fragen. Also die erste ist die, was mich wie immer wundert, wenn Leute irgendwelche antisemitischen Theorien über den Juden schreiben, ob so, sozusagen, ob denen durch die Lappen gegangen ist, dass es auch Jüdinnen gibt. Hat Weininger da überhaupt kein Ethnogramm für entwickelt? Oder sind das sozusagen, ist für ihn die Gruppe der Frauen die grundlegende, allumfassende, zu der dann alle Frauen gehören? So Frage 1. Die zweite ist sozusagen deine Frage nochmal aufgenommen am Ende vom Vortrag, was ist eigentlich, wenn Frauen auch Subjektstatus haben, wie haben sie ihn dann? Wäre meine Frage, ob du denkst, dass man sagen kann, dass sozusagen sobald die Frau, also sozusagen dieses, also sie verlässt
das ja quasi nicht, was Weininger da beschreibt, sondern das sind ja irgendwie die, keine Ahnung, absoluten Stereotype, die immer noch, also sozusagen, das ist das, was der Frau zugeschrieben wird im Sexismus, was aber nichtsdestotrotz natürlich auch was ist, was die ganze Zeit auf dem Lower Level auch von ihr gefordert wird, sozusagen, um überhaupt sich als Frau zu konstituieren. Also sozusagen sowas gedacht, den Fall wie, es gibt eine Nachtseite der Frau, die so funktioniert ungefähr immer noch, und es gibt aber die Tagseite, wo sie sozusagen im besten Fall auch sowas wie bürgerliches Subjekt und Büromanagerin oder sowas sein kann. Als sozusagen Prototyp des geistig arbeitenden Subjekts. Ist dann sozusagen da, wo sie das ist, die Gefahr total groß, dass alles, was an sie an quasi bürgerlich subjektmäßigen nach vorne Rolle sozusagen, dass das sozusagen umschlägt und als jüdischer Geist oder sowas wahrgenommen wird. Also ich stelle mir vor, dass wenn Frauen sozusagen selbstbewusst auftreten und mit mördervielen Fremdwörtern sozusagen bezogen auf die Gesellschaft kluge Sachen sagen, dass es dann nicht einfach klug ist, sondern dass es dann so ist wie, keine Ahnung, die muss sich wohl in besonderer Weise irgendwie also produzieren oder so. Also ob du denkst, das kann sozusagen diesen, also so die, da wird irgendwie das M ausgelassen und gleich zum J rüber. Also zur Frage nach der Jüdin bei Weininger. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich müsste das sonst nochmal durchlesen, aber es gibt irgendwie, glaube ich, nur so eine ganz unvermittelte Bemerkung, wo er dann plötzlich sowas sagt wie, dass die Jüdin ja auch sozusagen das echte Weib in seiner idealsten Form darstellt, was natürlich ganz interessant ist, weil das dann wirklich so ein komplettes Umschlagen plötzlich ist, weil der Jude ja eben eigentlich schon in vieler Beziehung gegensätzlich ist zu dieser Vorstellung von der Frau. Was ja aber auch nicht so ganz untypisch ist. Also es ist ja schon ganz interessant, so die Figur der Jüdin, so im, ich weiß jetzt auch nur so ein bisschen fürs 19. Jahrhundert, aber dass die ganz oft ja ganz anders dargestellt werden als der männliche Jude. Und wenn es um den Juden geht, dann ist es eben auch immer der männliche Jude. Und das dann bei gerade bei der Figur der schönen Jüdin, das kann ja alles Mögliche sein. Die sind ja oft dann auch so pseudopositive Figuren oder auf jeden Fall ganz oft assoziiert eben gerade mit Sinnlichkeit und weiß nicht, und so ein paar bekannte Texte, die mir jetzt einfallen, wo dann die Jüdin eben genau die einzigen Juden sind, JüdInnen mit einem großen I sind, die dann plötzlich die positiven Figuren werden und so. Also so ein Umschlagen ist, glaube ich, nicht nur bei Weininger, aber das ist natürlich da schon besonders auffällig, weil das einfach so, so klar abgegrenzte Bilder sind, wo man dann eben auch so klar sagen kann, ja, das war doch irgendwie bisschen komisch oder widersprüchlich oder so. Aber das ist halt nur so ein Satz, der dann plötzlich so ohne weitere Begründung da irgendwo dazwischen steht. Genau da darf ich noch was sagen, was ich genau darauf beziehe, weil es ja schon ganz oft auch in diesem Zusammenhang genau diese Figur als die Jüdin, als Zersetzung eben auch geht, über das Sexuelle. So, was dann sozusagen wieder, also an diese Jugendfigur anschließen. Und deswegen changiert es eben an einer bestimmten Stelle doch. Gibt es dazu irgendwas bei Weininger, gerade bezogen auf Sexualität? Na, es gibt ja schon diese ganzen Bereiche, in denen Frauen und Juden Gemeinsamkeiten haben. Und da ist schon, also auf jeden Fall Interesse, gesteigertes Interesse an Sexualität, kommt da als eine der ersten Eigenschaften. Und also so ganz allgemein schon denke ich, dass die beide eben nicht nur Antisubjekte, sondern auch beide Grenzverwischer sind. Und wo ja auch eben gerade Sexualität eine ganz zentrale Rolle spielt, also auf jeden Fall bei der Frau. Aber man könnte sich natürlich vorstellen, dass das dann, sobald das eine jüdische Frau ist, eben auch nochmal sozusagen diesen doppelten Link hat, also zur Grenzverwischung qua Jüdin und zur Grenzverwischung qua sexualisierter Frau. Also wo es da schon sowas wie ein Kontinuum gibt oder eine Gemeinsamkeit oder eine Schnittmenge. So stelle ich mir das vor. Es ist aber auf jeden Fall so, dass das Wie die Jüdin mit einschließt und das M den männlichen Juden aber nicht. Ja, da muss ich dann vielleicht auch noch was, aber erstmal muss ich noch die zweite Frage. Ja, ich glaube schon, dass du recht hast, aber da bin ich natürlich so schlau wie alle anderen. Oder so einfach mal so aus, wie wird sowas in so Alltagsdiskursen beschrieben, glaube ich schon, dass es sowas gibt, wie sobald Frauen sich sozusagen diese Subjektposition aneignen,
ist das immer noch mal viel schneller als negativ wahrgenommen oder als zu abstrakt oder zu, weiß ich nicht, seelenlos und verkopft oder dominant oder was auch immer. Also ich weiß nicht, ob das die Frage ist, aber ob das jetzt konkret mit sowas, also tatsächlich dann mit sowas wie Jüdischkeit assoziiert wird, glaube ich eher nicht, aber das weiß ich auch nicht eigentlich so gemeint, ne? Sondern eher wird das sozusagen dann immer sofort schon wahrgenommen, nicht als irgendwie, jo, so wollen wir ein ordentliches bürgerliches Subjekt eben, weiß ich nicht, begrifflich argumentierend und selbstständig Entscheidungen treffend und so, sondern eher als, da geht irgendwas schief und diese Frau ist irgendwie viel zu verkopft und viel zu aggressiv und so weiter. Denke ich schon, dass es das auf jeden Fall gibt. Jetzt war mir gerade noch irgendwas dazu eingefallen. Ist mir jetzt auch gleich wieder ausgefallen, aber vielleicht kommt es nochmal. Ich wollte auch daran anschließend nochmal fragen, ob du vielleicht auch nochmal kurz diese Gemeinsamkeiten, die Weininger sieht, irgendwie nochmal referieren könntest, weil das ja schon irgendwie eine schwierige Transferleistung ist, sie einerseits so zu trennen und andererseits ihnen aber solche Gemeinsamkeiten zu geben und dann im Prinzip das Jüdische als das Weibliche zu beschreiben. Das wäre meine erste Frage, ich habe aber auch noch eine zweite. Als Mani gesagt hat, irgendwie drei Teilungen, habe ich dann plötzlich sofort, ich meine, es drängt sich ja irgendwie auch auf, du hast es ja auch schon angedeutet, Freud gesagt, würdest du da das auch so schön analog sehen wie bei Adorno Horkheimer oder siehst du da irgendwie krasse Unterschiede? Vielleicht nochmal in ein paar kurzen Sätzen. Gemeinsamkeiten, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Also Grenzverwischung und Frauen und Juden sind sozusagen immer für die Gemeinschaft und gegen den Individualismus und so weiter. Dieses Bild des abstrakten Juden so ein bisschen nicht ganz komplett macht, wenn der für die Gemeinschaft steht und für das. Ja, das ist, glaube ich, einfach. Also er sagt irgendwie sowas auch wie, dass Frauen und Juden immer nur für die Gattung leben oder irgendwie sowas und eben nie als eigenständige. Wobei ich denke mal, seine Vorstellung wäre dann sicherlich schon, dass die Juden zwar nicht so ein richtige, ordentliche, selbstständige Individuen sind, aber halt eben auch als Kollektiv dann am Abstrakten irgendwie arbeiten oder. Also ich glaube, so bei Weininger ist ja diese Vorstellung auch von emphatischer Individualität immer nochmal so gekoppelt mit diesem selbstbestimmten, schöpferischen Genie sozusagen. Man kann sich ja schon vorstellen, dass der Jude das in seinem Bild dann eben alles nicht ist, sondern eben nur der abstrakte Zersetzer. Und dass aber eben diese Gemeinschaft dann eben nicht irgendwie eine konkrete Gemeinschaft ist oder so, sondern einfach nur beschrieben durch den reinen Mangel an irgendwelche eigenständiger Charakterdefinition und selbstständiger, ja, autonomer Handlung und so weiter. Zumal das ja auch passt mit seinem Bild vom Juden als dem, der sich immer allem assimiliert und anpasst und eben überhaupt nicht sowas wie eine stetige Identität und Charakter und so besitzt. So stelle ich mir das vor. Wobei, also da gibt schon auch vieles, was intern komplett widersprüchlich ist bei Weininger. Interesse an Sexualität, was hatten wir noch? Keine Tiefe, kein Genie, keine wahre Schöpferkraft haben die auch alle beide nicht für Weininger. Was anderes fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, aber so ungefähr. Freud. Du meinst jetzt Dreiteilungen so wie Es, Ich und Über-Ich. Naja, bei Weininger würde ich mal sagen, ist das M ja gerade dadurch ausgezeichnet, dass es eben so super stark eigentlich das Über-Ich auch schon internalisiert hat und es da überhaupt keine Konflikte gibt sozusagen. Also insofern,
Also glaube ich, dass sich diese Dreiteilung nicht abbilden lässt, einfach auf MW und den Juden. Ich glaube schon, dass es sowas gibt wie eine Parallele zwischen dem S bei Freud und dem, was bei Weininger halt dann die Frau symbolisiert, ganz stark sogar. Naja, man könnte natürlich, naja, es haut aber nicht so richtig hin. Also das Über-Ich ist ja bei Freud auch die Gesellschaft, aber eben gerade nicht der Teil der Gesellschaft, der den Weininger mit den Juden identifiziert, sondern eben genau den Teil der Gesellschaft, den Weininger eben immer schon im idealen Mann sozusagen präsent findet. Und insofern bildet sich das wahrscheinlich nicht direkt ab, denke ich mal. Ich würde so formulieren, dass der Jude steht für den Teil, der das Über-Ich-Forderung nicht erfüllt und deswegen projektiv abgewehrt werden muss. Mhm. Das Ich-Ideal, was ja auch im Über-Ich gewesen ist, das ist das M, dann in dem sozusagen der richtige Mann wäre, der Jude das falsche M ist, das falsche entscheidet im Leben. Nicht die Gebote der bürgerlichen Gesellschaft erfüllt. Zu denen das Ende gezwungen ist, das muss er tun, um richtig zu sagen. Der Jude muss das nicht, in dieser Vorstellung und der Projektion muss dementsprechend die abgewehrte Form zu werden. Das Wort als Übertragung wirklich nicht liegen, weil in diesem Abgewehrten sich da eben Frau und Jude eben überschneiden. Also deswegen kann man nicht das eine mit dem Was passiert, wenn Frauen auch Subjekte geworden sind, sondern zu fragen, was passiert, wenn Männer auch keine mehr sind. Mhm. Was auf der einen Seite sozusagen die männlichen Ängste vergrößert, aber auch natürlich sozusagen die Autorität verringert. Und ob die ganzen heutigen Konstellationen, also auch Katjas Beispiel, nicht auf so einer Ebene viel begreifbarer sind, weil man sich so fragt irgendwie, Ressentiment gegen abstrakte Begriffsbildung, ja, gegen wen soll das überhaupt noch gehen? Das macht ja auch niemand mehr. Also sozusagen die Begriffsbildung ist in der Wissenschaftsgeschichte sowas von dahin. Dann wäre, also das war im Prinzip auch die Frage mit dem, ist das nicht eigentlich eine 19. Jahrhundertstheorie Weininger? Dann wäre sozusagen Weininger der letzte Versuch einer Aufklärungsreflexion und zeigt den Weg der Aufklärung in den offenen Sexismus, was vorher immer implizit war und immer dann in der Romantik als, also weil das hat das Weibliche ja auch eine verehrte Funktion, also eine Funktion als Gegenstand der Verehrung, sozusagen, das kippt dann da um und ob es dann nicht einfach viel mehr Sinn macht, dann hätte man in ihm nicht ein zu wenig an Reflexion, sondern ein zu viel an Reflexion oder ein Nicht-Reflexieren der Reflexion und auch eine sehr viel pointiertere Differenz zur Dialektik der Aufklärung und nicht einfach nur, da wird erklärt, das, was bei Weininger Substanz des Menschen ist, ist in der Dialektik der Aufklärung gesellschaftlich, was ja auch so ein postmoderner Standardsatz ist und da folgt nie was drauf, sondern es wäre sozusagen, man könnte sich fragen, warum nicht genau in der spezifischen Gesellschaftlichkeit das umkippen, das als Idee, ob es da nicht besser klappt. Den letzten Teil mit bei Weininger ist ein zu viel an Reflexion, das ist mir jetzt nicht so ganz klar, wie du das meinst. Naja, weil ja, also du hast ja sozusagen ein sehr seltsames Bild gemalt, also im Gegensatz zur Dialektik der Aufklärung. Da steht ja immerhin sowas drin, wie partische Projektion ist der Ausfall der Reflexion da drin. Mhm. Und gleichzeitig hast du ein Zitat, wo es mit Bach war, wo du sagst, ja, der beschreibt eigentlich, dass er da projiziert. Und da fragt man sich ja irgendwie, ja, ist das jetzt Reflexion oder ist es das nicht? Ist das eine mechanische Wiedergabe? Ist das ein Selbstbewusstsein, das so viel von sich selbst weiß? Und jetzt sind wir sozusagen, das wäre mal eine Idee für die Auflösung bei zu viel an Reflexion, das so viel von sich selbst weiß, dass es keine Differenz mehr zu sich kennt. Und naja, das wirklich ein mechanisches Verfahren ist und so weiter. Und das sind ja auch, das passt ja auch als Gegensatz zu den Naturfantasien in die Zeit. Dass man Weininger so rum anders, also sinnvoller in Bezug auf heute reflektiert kriegt oder eingeordnet kriegt. Ich glaube, der letzte Teil ist mir jetzt immer noch nicht ganz klar, aber also dieses, was dieses Zitat angeht,
ist das tatsächlich so ganz merkwürdig, weil das da plötzlich drin steht und es ist sozusagen, es kommt einem vor, als sei das völlig unverbunden mit dem Rest des Textes eigentlich, weil sozusagen in dem Rest eigentlich nichts davon aufscheint, dass er, was er da macht, tatsächlich als eine Projektion wahrnimmt. Und dann kommt halt plötzlich diese Stelle und dann ist sie auch schon wieder weg und man fragt sich ja so, das scheint wie so eine plötzliche Selbstbeschreibung dessen, was er da eigentlich macht, die aber ja, so eine Reflexion, die eigentlich in dem Rest des Textes überhaupt nicht vorzukommen scheint. Also war so mein Leseeindruck, aber es ist natürlich so ein bisschen Spekulation, also was bringt den jetzt zum Ticken und wie funktioniert der eigentlich? Aber das taucht halt im Rest des Textes so überhaupt nicht auf. Und was du am Anfang angesprochen hast, also das wäre natürlich, denke ich, genau das, wo man einfach nochmal ganz ausführlich diskutieren müsste, also ob die Veränderung nicht eher die ist, dass es diese emphatischen Subjekte im weinerischen Sinne oder eben das Subjekt der Aufklärung so gar nicht mehr gibt und warum nicht und woran liegt das eigentlich und was ändert sich da genau? Also das wäre halt genau so eine Diskussion, die ja auch dann einigermaßen ausführlich und wäre, schätze ich mal. Aber das fände ich halt gerade interessant. Also woran würde man sowas festmachen? Und also ist das dann sowas wie, weiß ich nicht, bei auch wieder Adorno und Horkheimer, also halt die vaterlose Gesellschaft und kein starkes Ich mehr und deshalb gibt es irgendwie diese Subjekte nicht mehr oder ist das irgendwie was überhaupt nicht passt auf die Entwicklung, die man im 20. Jahrhundert dann sieht und was passiert da stattdessen und so. Das weiß ich halt auch nicht. Also, aber ja, ich denke, das wäre genau die Richtung, in die man dann da auch fragen müsste. Aber das widerspricht ja sozusagen auch dem anderen nicht unbedingt, also dass die Veränderung ja auch, Ich finde eigentlich die Frage, also ich will die Frage jetzt gar nicht stellen, weil sonst würde ich das nächste Woche hier sitzen, mindestens. Also ich finde eigentlich wichtig, nach deinem Vortrag zu fragen, ob es einen notwendigen Zusammenhang gibt, generell zwischen Antisemitismus und Antifeminismus oder Sexismus. Also mit dieser doppelten Abgrenzungsbewegung. Dann kann man sich ja fragen, also ne, das war Farnisch dafür ein Beispiel. Oder andere Typen, die einem so oft einfallen. Das ist aber ja auch nur die Frage, dass nur männliche Subjekte so machen und machen müssen. Oder ob es da auch Beispiele gibt von Frauen, die so eine Doppelabgrenzung vergeben. Und zum Beispiel auch die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Übertragung auf Antiziehungsmus? Also was wäre da denn das Gegenbild der Natur? Mit dem, was Anja angesprochen hat, mit dem Jochen-Brunnen-Schema, dann gleich so, ja, gleichzeitig irgendwie Zionismus als großes Feindbild, Abstraktion und nach unten hin Natur und die anderen Rassen und die Flut von Fremden. Aber ich wollte eigentlich was relativ Konkretes fragen, nämlich ist Otto Weininger nicht ein Beispiel für den deutschen Selbsthass? Ja. Also, weil ein der Leute, die von ihm so beeindruckt waren, von Wittgenstein, da weiß ich das. Also bei dem drückt sich es genau in der Selbsthassvariante auch aus. Er sagt, ich bin Jude, ich bin Philosoph und deswegen, weil ich Jude bin, kann ich nicht denken. Ich kann nicht so toll denken wie Goethe, der konnte so aus tiefer Geistigkeit schöpfen. Ich kann nur nachklappern, was andere machen, ich kann es vielleicht ein bisschen besser nachklappern. Aber so im Grunde genommen kann ich nur so andere Ideen nehmen. Und ist mein Otto Weininger mit seinem Selbsthass, ist hier ein Beispiel dafür? Und vielleicht auch für eine bestimmte Art von Ja, also wenn man den Begriff verwenden will, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein bisschen an biografische Information, was ich vorhin schlicht vergessen habe, noch mitzuliefern. Also Weininger kommt selber aus einer jüdischen Familie, das habe ich glaube ich nicht gesagt am Ende, und hat sich dann irgendwann Anfang seiner 20er, also so ein Jahr vor Erscheinen des Buches oder so, halt katholisch taufen lassen. Und also sagt ja auch schon was. Und taucht dann ja auch auf, also in Studien über so wie Theodor Lessing oder so, der jüdische Selbsthass, da ist Weininger halt auch so ein ganz wichtiges Beispiel. Ja, und ich meine, ist ja offensichtlich, also warum? Was mich daran dann nochmal interessieren würde, ist sozusagen, will man das Phänomen als jüdischen Selbsthass beschreiben oder was meint man dann eigentlich genau damit? Und ist das nicht genau auch ein Beispiel für... Also ein bisschen die Frage, die ich vorhin hatte mit, was passiert eigentlich, wenn die Frauen auch Subjekte werden? Was passiert eigentlich, wenn die Juden sozusagen und Jüdinnen einerseits irgendwie Subjekte
einer strukturell antisemitischen Gesellschaft sind und andererseits aber eben immer auch noch die Verkörperung der entsprechenden Antisubjekte und der anderen. Und ist das nicht eben dieses sogenannte Phänomen des jüdischen Selbsthasses eben genau auch so ein Ausdruck dieses kompletten Splits dann zwischen sozusagen diesen beiden Identitäten oder wie auch immer man das jetzt nennen will? Aber nee, Weininger passt da auf jeden Fall total rein. Also ich meine, und Krauss zum Beispiel, der ihn ja auch irgendwie sehr gelobt hat und immer wieder gehypt hat, natürlich genauso. Und bei Krauss findet sich ja auch dann ganz ähnliche Diatribes, Ausfälle immer wieder gegen den jüdischen Geist des Geschäfts und des Kapitalismus und die Sprachverhunzung und so dieser Versuch, es selber eben anders zu machen. Ja, genau. Wobei es da wohl, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, von Krauss irgendwie so Aussprüche gibt, der ja im Grunde auch genau die ähnliche Bilder reproduziert, aber dann vorgibt, zumindest die Wertung sozusagen umzukehren. Und ja, die Frauen dann eben... Die tiefe Natürlichkeit dann wieder irgendwas in ihrer eigenen Art gut ist. Also Bilder sind einfach... Ja, genau. Gerade für den ersten Punkt, den du gesagt hast, fand ich es plötzlich so wie, das ist eigentlich eine ganz schön diametral, aber spiegelbildliche Bewegung sozusagen. Der Jude wird konkret und kriegt irgendwie so eine Art, keine Ahnung, staatliche, geht in eine staatliche Ideologiebewegung, die halt auch was mit Boden und Erde und sowas zu tun hat. Und verankert das hinterher, sozusagen andersrum zu, die Frau wird intellektuell. Also sozusagen, es gibt, glaube ich, da eine ähnliche Art von besonderer, also so eine Art, sozusagen so eine Art Kreischen darin, wenn das passiert. Also ähnlich wie sozusagen die abstrakt denkende Frau halt sozusagen sofort irgendwie total hintertürkisch und super intellektualistisch und halt sozusagen auf besondere Weise abgetrennt werden muss, ist quasi der Jude, der ja sozusagen konkret wird, einer, bei dem das Ressentiment halt auch ins Kreischen gerät, glaube ich. Also sozusagen, solange der Jude noch tatsächlich Jurist ist und tatsächlich irgendwie orthodox hinter seinen Büchern klemmt und auch noch sagt, scheiße, das Ressentiment trifft mich ja zurecht, sozusagen, ich bin ja wirklich total abstrakt und keine Ahnung, verweichlicht, ist es quasi noch was anderes, als wenn das Ressentiment sozusagen vollkommen vorbeigeht an irgendwelchen realen Figuren, also mit dem entweder gar nichts oder halt irgendwie nur so eine Art Abziehbild oder so gemeinsam hat. Und das mit dem, also mir fällt nur das Wort Kreischen ein, so, also ich kann es nicht besser fassen, was sozusagen dann mit dem Vorurteil passiert. Aber es wird irgendwie hysterischer. Also zum Beispiel beim Zionismus hat es ja immer noch weiterhin die gleichen antisemitischen Topoi, so, aber irgendwie haut alles noch so selten aus. Übrigens gibt es bei Weininger auch noch irgendwo so eine Stelle, wo er sich noch ganz ausdrücklich auf den Zionismus bezieht und irgendwie sagt, dass das ein totales Unding ist, weil der Jude eben einfach wesensmäßig keine Staaten bilden kann und deshalb kann das schon mal gleich von, was natürlich genau dazu passt. Was meint ihr denn, wenn ihr sagt, es ist keine Subjekte mehr gibt? Es ist nicht, ich habe auch in meiner Darstellung in Dialektik der Aufklärung, war es so Emanzipation von der ersten Natur und dann als abgetrennten Prozess davon Bedrohung durch die Gesellschaft. Aber ist nicht, steht es nicht eher so drin, als dass die Emanzipation von der ersten Natur ohne ein Zwischenstadium sofort übergeht in die Gesellschaft, die abstrakt ist und diese Herrschaft dann wiederum aufrichtet. Und insofern würde ich einfach sagen, das Subjekt hat es halt nie gegeben, aber weil es eben in der Konsequenz auch unmöglich ist. Und insofern dann zu Weininger hat er sich zu Recht erschossen, weil sein Idealbild dann halt da gar nicht verwirklichbar ist. Ja, ich würde sagen, dass dem würde ich, glaube ich, zustimmen. Also wenn es, ja, wenn es so, es gibt keine Objekte mehr, habe ich kurz gedacht so. Also für mich wäre das erstmal eine Frage so. Also das, weil ich einfach erstmal davon ausgehe, dass man halt nicht einfach hergehen kann und sagen, ja, so wie das irgendwie vor 100 und ein paar Jahren funktioniert hat,
funktioniert das heute auch noch. Also gerade wenn man jetzt sagt, das Subjekt ist irgendwie eine historische Erscheinung und auch eben nicht nur überhaupt, dass es ein Subjekt gibt, sondern dass sich das eben genau so konstituiert und dass ich so einfach mal annehmen würde. Das wäre erstmal naiv davon auszugehen, dass sich da keine Veränderungen beschreiben lassen. Ja, aber die Frage ist, wenn es überhaupt ein Subjekt gegeben hat, wie kann man denn sagen, es gibt keins mehr? Ja, und das andere ist eben, dass ich sagen würde, man kann nicht sagen, es gab nie ein Subjekt, aber es ist natürlich völlig richtig, dass es, also und ich hoffe, ich habe das jetzt nicht so beschrieben, dass es sozusagen erst den Ausgang von der ersten Natur gibt und dann irgendwann 300 Jahre später die Verstrickung in die zweite oder so. Also, du hast natürlich völlig recht, also dass es immer schon ein gesellschaftlicher Ausgang aus der Beherrschung durch die erste Natur ist, die eben immer schon gleichzeitig die Herrschaft der zweiten installiert. Und in dem Sinne stimmt das, dass es eben dieses souveräne Subjekt, was da immer aufgerichtet wird und was eben ja, als existent verbraten wird oder was Weiningers Ideal ist, halt nie gab als ein unproblematisches und nicht prekäres, sondern eben immer als eins, was eben immer schon in sich selbst schizophren und widersprüchlich verfasst ist und deshalb eben immer schon nicht wirklich dem eigenen Bild entspricht. Dem würde ich total zustimmen, ja. Aber in dieser Widersprüchlichkeit gibt es das dann natürlich in einem gewissen Sinne schon. Und diese, auch dieses Phantasma des souveränen Subjekts hat natürlich nicht einfach gar keine Realität, sondern eine sozusagen bedingte, insofern als es natürlich schon sowas gibt wie eine Konstitution eines innen gesteuerten Subjekts, nur dass das eben ständig ausgrenzt, dass natürlich auch noch alle möglichen anderen Anteile und so weiter. Also. An dieser Stelle wird nach der antisemitischen Rezeption Weiningers nachgefragt. Literatur oder so. Und so wie ich das erinnere, ist das eben schon genau so, also dass Weininger eben dann als Kronzeuge rangezogen wird. Und eben so zum Teil eben gerade auch als der gute Jude, weil er sich eben von seinem Judesein verabschiedet und selber sagt, wie es ist und deshalb sich sozusagen auch sein Judesein eben überwunden hat. Und deshalb kann man sich ja dann auch wieder auf ihn beziehen, weil er also und eben genau vor so einem Hintergrund, dass natürlich dieser Antisemitismus, auch wenn er, wo er rassistisch auftritt, eben nie so strikt durchgezogen wird. Also dass dann eben wirklich der Ausnahmejude nicht mehr zugelassen ist oder so. Aber wie sich das jetzt zahlenmäßig übersetzt, weiß ich überhaupt nicht. Und was ich zum Beispiel auch nicht mehr so genau weiß, wenn ich da überhaupt was zu gefunden habe, ist, wie sich eigentlich dann nachher in der Nazizeit auf Weininger bezogen wurde. Also es gibt alles Mögliche zu Weiningers Wirkung, aber ich habe da eigentlich wenig konkrete Aussagen zu, also wie ist eigentlich die antisemitische Rezeption von Weininger gefunden. Weil ich jetzt auch für Verwirrung gesorgt habe, indem ich diese Selbsthass-Sache aufgebracht habe. Ich habe das deswegen aufgebracht, weil ich es eigentlich für einen total blöden Ansatz halte. Also ganz viel, also ganz oft wird so den jüdischen Selbsthass geredet, weil es immer mal wieder auffällt, zumindest auch in den Sachen, mit denen ich mich beschäftige, dass Antisemitismus von Juden kommt und von Jüdinnen kommt. Und dann wird immer gesagt, ja, das ist ja Selbsthass, das ist völlig klar. Man muss sich, glaube ich, dann genauer angucken. Also wenn eine Kommunistin aus einer jüdischen Familie kommt und sie wettert 1923 gegen das Judenkapital, dann meint sie sich ja genau damit nicht, weil sie ist nicht Kapital. Man würde sie in der Kommunistischen Partei besonders agitatorisch nennen. Bei Otto Weininger habe ich den Eindruck, der meint aber sich. Mhm. Gibt es dafür auch genauere Hinweise? Ich meine, er könnte ja auch irgendwie versuchen, eine Strategie zu finden, zu sagen, ja, das gilt für den Rest so. Oder noch paranoider oder noch verrückter, ich bin das nicht. So. Das gilt für Juden, aber ich bin das nicht. So. Und trotzdem habe ich bei Otto Weininger das Gefühl, da klappt das mit diesem Konzept. Während ich sonst ziemlich zweifelhaft finde, das Konzept von jüdischen Selbst. Ja, ich glaube, das stimmt. Und es gibt von ihm auch so Tagebücher, die so posthum veröffentlicht wurden und so Memoiren von einem Freund, der eigentlich versucht, das Andenken seines Freundes Weininger zu retten und den eher noch ein bisschen zu glorifizieren und so. Aber da wird es schon ganz deutlich, also dass der sich unheimlich rumgeschlagen hat mit immer wieder so Fragen wie, bin ich jetzt ein Genie oder bin ich vielleicht doch ein Jude oder wie ist eigentlich der jüdische Anteil und kann ich den bekämpfen oder nicht und wie erfolgreich bin ich damit und es gibt ja auch, also es gibt natürlich jede Menge Kommentare zu Weininger, die sich viel mehr auf so biografische Sachen stürzen und da wird dann schon immer auch nochmal hervorgehoben, dass er zum Beispiel
für Juden ganz ausdrücklich die Möglichkeit einräumt, sozusagen zu Ariern zu werden. Also, und dass manche Juden ja sowieso auch über den sozusagen tiefer stehenden Ariern sind und so weiter. Und solche Überlegungen halt, und dass man das überwinden kann und dass es eben wirklich eigentlich um Geisteshaltungen geht, nicht einfach nur um irgendwelche rassischen Eigenschaften, und richtet sich schon auch ausdrücklich gegen so einen richtig entwickelten biologischen Rassismus. Ich meine, der Text rutscht dann eben doch immer wieder in so Identifikationen rein von Juden und Ariern und so, aber an sich geht er schon dagegen an, und das ist halt bei der Frau und dem Mann oder W und M genau nicht so. Also wo er ganz klar sagt, also selbst das höchststehende Weib steht immer noch unter dem niedrigstehendsten Mann, und da gibt es also keine Crossing the Line und so. Und klar, wenn man das biografisch interpretieren will, ist das natürlich spannend, aber es gibt wohl auch schon so an Selbstzeugnissen einige Aussagen, dass er sich da total mit abgeplagt hat. Und dann gibt es natürlich noch die ganze Literatur, weil du vorhin auch sagtest, Weininger gegen die Frau in sich selbst und so. Ein Teil der Weininger-Industrie stürzt sich eben auch darauf, dass wohl allgemein angenommen wird, dass Weininger eigentlich ein sozusagen sich selbst nicht eingestandener Homosexueller war und deshalb auch nochmal sozusagen die Frauen sich selber bekämpft und so weiter. Aber ich finde, das wird dann eben schon leicht irgendwie erstens total spekulativ und zweitens dann gerät dann schnell eben, also vor allem was diesen Zweig dann angeht, eben in so ein man führt das jetzt alles auf irgendwelche persönlichen, psychischen Probleme von armen Otto sozusagen zurück. Und das, denke ich, wird dem Buch auch nicht gerecht. Aber, also ja, gerade was den jüdischen Selbsthass angeht, denke ich, das stimmt. Und das würde ich auch genau teilen, was du sagst, dass es eben jüdischen Selbsthass gibt in dem Sinne, aber dass nicht jeder Antisemitismus von Jüdinnen oder Juden als Selbsthass sich beschreiben lässt. Mir geht es ähnlich mit dieser Floskel vom jüdischen Selbsthass, wo ich finde, das wird immer viel zu schnell wahrscheinlich auch willkommen geheißen, dass es diesen Begriff gibt, weil er sofort im vorausreinigen Gehorsam schon mal entschuldigt, dass man auch dann halt Juden auch hasst, weil sie sich das schon selber hassen. Und kann mir vorstellen, oder fände eher zu betonen, zu überlegen, was macht irgendwie ein, wie jetzt Weininger, Subjekt mit jüdischem Hintergrund, welche Möglichkeiten des Umgangs hat er mit einer antisemitisch strukturierten oder antisemitisch sich äußernden Gesellschaft oder mit einem Diskurs, der einfach gerade ja Ende des 19. Jahrhunderts radikal antisemitisch war. Und da finde ich, wäre sein Text viel mehr ein Ausdruck für mich von einem spezifischen Umgang von eben einem nicht selbstbewussten jüdischen Selbst oder nicht von einem jüdischen Selbstbewusstsein, was erstmal sagt so, hallo, ihr habt alle einen an der Glocke und ich habe eine gefestigte jüdische Identität oder irgendwas, sondern eben eine, die sich selbst ohnehin als Subjekt offensichtlich als komplett problematisch entdeckt und da natürlich, denke ich, innerhalb der Diskurse oder des antisemitischen Diskurses auch nach Erklärungen sucht, warum er so destabilisiert ist und dann eben Elemente dessen auch aufnimmt. Also da würde ich ihn sozusagen nicht als primären Produzenten von solchen Stereotypen verstehen, sondern erstmal als einen Reproduzenten davon, der das halt auch nimmt, eben um seine eigene Verfasstheit auf sich zu erklären. Aber natürlich dann in einer Weise sozusagen reproduziert, die das einfach nochmal total bündelt und sozusagen nach vorne bringt und dadurch natürlich schon einen Diskurs auch durchaus fortschreibt, sagen wir mal. Auf jeden Fall, ja, also klar. Das kann man dann auch mit zu einem Menschen, der den Antisemitismus voranschreibt, auf jeden Fall. Und was du vorhin noch gesagt hast, dass andere sich auf seine Biografie stürzen und daran auch so Sachen rausfischen, wo er selber so immer sich so fragt, Mensch, ich bin doch eigentlich, empfinde ich mich doch als Genie und als den wahren Mann, was ich da irgendwie geschrieben habe, aber eben die Einschränkung dessen dann offensichtlich ja zurückführt auf das eigene Jüdischsein oder vielleicht auch die eigenen weiblichen Anteile oder sonst was, finde ich, passt da auch ganz gut rein. Also, dass sich da in dem Text ganz viel doch von seinen eigenen Auseinandersetzungen spiegelt. Was natürlich relevant ist, wenn man davon ausgeht, dass das nicht nur ihm so geht. Also ja, aber ich, das ist im Grunde ja, schließt sich das ja nicht überhaupt nicht aus. Also deshalb finde ich eben auch so merkwürdig, es gibt auch immer, oder was heißt es gibt immer, aber es gibt dann schon immer mal so eine aufflackernde oder so scheinbare Gegensätze zwischen den einen, die sagen, ja, Weininger,
den muss man sich halt einfach vorstellen als jemand, der hat einfach ein persönliches Problem gehabt und deshalb hat er dieses Buch geschrieben. Und andere Leute, die sagen, ja, Weininger hat aber irgendwie so den Geist der Zeit in sein Buch gepackt und man sitzt so davor und denkt, ja, und wo ist der Gegensatz? Also vielleicht gerade deshalb. Also, es wird eine Frage gestellt bezüglich der verallgemeinernden Rezeption von Antisemitismus und Antifeminismus im Diskurs über Otto Weininger. Also was jetzt die Diskussion zu Weininger angeht, bleibt das meistens halt so relativ oberflächlich und ist dann immer nur nochmal ein Beleg dafür, dass der Jude ja eben auch immer als effeminiert dargestellt wird und nicht als ein richtiger Mann und so. Und die gucken sich halt einfach dann nur an, dass Weininger eben sagt, ja, es gibt da irgendwie starke Bezüge und Parallelen und so. Ansonsten, was diesen ganzen Diskurs zu Frauenbild und Judenbild angeht, kenne ich mich auch nicht so gut aus. Aber so die Beispiele, die ich da kenne, ja, die beziehen sich schon ganz stark eben immer auf dieses Bild des effeminierten Mannes als anderen und dann halt noch mit allen möglichen Details. Also Sander Gilman zum Beispiel guckt sich dann alle möglichen Teile dieses Judenbilds halt nochmal mit an. Und den jüdischen Körper und die Nase und den Fuß und was weiß ich. Und was da alles schiefläuft und dann häufig eben auch nochmal mit so einem Rückbezug auf Freud und Kastrationsangst und warum das irgendwie sowohl in der Verteufelung der Frau als auch in der Verteufelung des Juden eine Rolle spielt, weil die Frau hat eben keinen Penis und der Jude ist eben beschnitten und was hat das dann so an symbolischen Bedeutungen, was bringt das dann noch alles mit sich und inwiefern ist das dann wieder eine Bedrohung für die ideale Männlichkeit und also so solche Sachen tauchen dann da auf. Aber das war der Vortrag von Christine Achinger mit dem Titel Das bürgerliche Subjekt und seine Feinde, Antisemitismus und Antifeminismus am Beispiel Otto Weininger, aufgenommen im November 2005. Organisiert von dem Bündnis gegen antisemitische Lehrveranstaltungen und der Hamburger Studienbibliothek. Informationen zu dieser und weiterer Veranstaltungen unter www.studienbibliothek.org.